Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's hier auf meinem Kanal endlich wieder weiter mit True Crime. Ich weiß, wir hatten jetzt eine etwas längere Pause zwischen diesem und dem letzten Video. Ich meine, es dürften jetzt fast so 2,5 Wochen gewesen sein. Aber der Fall, über den ich heute mit euch sprechen möchte, der ist wieder etwas aufwendiger gewesen in der Recherche. Und auch wenn er mir schon seit vielen Jahren sehr gut bekannt war, wollte bzw. musste ich auch natürlich jetzt für dieses Video mit meiner Recherche nochmal bei Null beginnen. Und das Ganze war jetzt wieder so ein bisschen aufwendiger. Ich weiß, dass viele von euch immer auf diese Videos warten. Ich habe gerade in der letzten Woche so viele Nachrichten auf den verschiedensten Wegen bekommen. Party, wann kommt denn endlich wieder was in Sachen True Crime online? Wir freuen uns schon so aufs neue Video. Und mich freut es natürlich, dass ihr euch freut, weil das natürlich auch für mich tolles Feedback und auch die Bestätigung ist, dass ihr diese Videos sehr, sehr gerne schaut, dass ihr euch dafür interessiert. Und ich würde auch sehr, sehr gerne jede Woche regelmäßig ein Video in Sachen True Crime auf diesem Kanal online bringen. Aber ich habe einen Vollzeitjob, ich arbeite jeden Tag 8 bis 9 Stunden und habe ja hier auf meinem Kanal auch noch meine Bücher, über die ich spreche, die ich lese. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, regelmäßig einmal die Woche ein True Crime Video online bringen zu können. Aber ja, ich möchte dann auch nicht einfach schnell mal irgendwas dahin klatschen oder dahin recherchieren und Hauptsache es ist ein Video online, weil das würde der Sache einfach absolut nicht gerecht werden. Und das ist auch einfach nicht mein Fall. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Recherche zum heutigen Video habe ich auf jeden Fall vor 2 Tagen abgeschlossen und jetzt sitze ich hier und möchte mit euch über diesen wirklich sehr, sehr außergewöhnlichen Fall sprechen. Am 5. September 1982 verschwand der damals 12-jährige John David Gosch nur ein paar Straßen vom Haus seiner Eltern entfernt, als er an einem Sonntagmorgen Zeitungen ausgetragen hat. Ein Kind verschwindet also. Das ist leider nichts Ungewöhnliches, denn Kinder verschwinden immer wieder. Meist tauchen sie aber einige Stunden oder Tage nach ihrem Verschwinden gesund und munter wieder auf und können zurück nach Hause. Aber manchmal, da bleiben sie verschwunden und man hört nie wieder etwas von ihnen. 38 Jahre ist es also jetzt her, dass Johnny Gosch verschwand. Doch was macht diesen Fall so anders? Was macht ihn so außergewöhnlich? Warum wird auch heute noch, 4 Jahrzehnte später, sein Verschwinden diskutiert? Und warum stellen sich mittlerweile sehr, sehr viele Menschen nicht mehr die Frage, wo ist Johnny oder was ist mit ihm passiert, sondern warum kann Johnny nicht nach Hause kommen? John David Gosch wird am 12. November 1969 in West Des Moines im US-Bundesstaat Iowa geboren. Gemeinsam mit seinen Eltern Noreen und John Gosch und auch seinen beiden Halbgeschwistern lebt er in einem schönen Haus in einer ruhigen Nachbarschaft, in der jeder jeden kennt. Wobei man hier sagen muss, dass seine ältere Schwester zu dieser Zeit das College besuchte und nicht sehr oft im Haus lebte. Johnnys Verhältnis zu seinen Eltern und auch zu seinen Geschwistern, so habe ich gelesen, war sehr gut. Vor allen Dingen hatte er eine ganz besondere Bindung zu seiner Mutter Noreen. Er war ein guter Schüler, er hatte viele Freunde und er besserte mit seinen gerade einmal 12 Jahren auch schon regelmäßig sein Taschengeld auf, indem er jeden Sonntag Zeitungen austrug. Wir sind also jetzt im Herbst 1982. Johnny ist zu dieser Zeit 12 Jahre alt und bevor er verschwand, kam es zu einigen seltsamen Ereignissen rund um die Familie Gosch, die ich jetzt einmal für euch beschreiben möchte, bevor wir dann auch zum Tag seines Verschwindens kommen. In den Wochen vor dem 5. September 1982 nämlich klingelte im Haus der Familie Gosch immer am Sonntag in den späten Abendstunden das Telefon. Man konnte ganz deutlich hören, dass jemand an der anderen Leitung war, also es wurde jetzt nicht einfach nur wieder aufgelegt, sondern es war jemand dran, aber derjenige hat nicht gesprochen. Das Außergewöhnliche daran war eben, dass es immer sonntags gewesen ist und immer abends oder auch ziemlich spät noch am Abend und dass egal wer aus der Familie Gosch ans Telefon ging, es wurde einfach nie gesprochen. Zu einem weiteren sehr befremdlichen Ereignis kam es dann gerade einmal 2 Tage, bevor Johnny verschwand, nämlich am 2. September 1982, einem Freitag. An diesem Abend geht die Familie gemeinsam mit Johnny zu einem Highschool-Footballspiel seines älteren Bruders.
Diese Highschool-Football-Spiele fanden immer wieder freitags statt und Noreen und John haben sich natürlich gerne das Spiel ihres ältesten Sohnes angesehen und Johnny hat sich auch immer drauf gefreut, denn auch viele seiner Klassenkameraden waren auf diesen Spielen immer und es hat ihm einfach Spaß gemacht, dort zu sein. Um kurz nach 19 Uhr sitzt also Familie Gosch auf ihrem Platz auf der Tribüne, als Johnny kurz bevor das Spiel anfängt seinen Vater um Geld bittet. Er möchte nämlich zum Kiosk gehen, um sich Popcorn zu holen. Ja, John Gosch gibt dann seinem Sohn Geld und Johnny geht hinunter zum Kiosk und kauft sich dort Popcorn. Sein Vater konnte ihn von der Stelle aus, wo er auf der Tribüne saß, auch noch sehen. Also er hat gesehen, wie er zum Popcornstand ging. Und John Gosch hat dann später gesagt, dass ihm aufgefallen wäre, dass Johnny dort mit einem Polizisten gesprochen hat. Es war wohl jetzt nicht so ungewöhnlich, dass auch hier und da immer wieder Polizisten in Uniform bei diesen Footballspielen gewesen sind, entweder weil ihre eigenen Kinder gespielt haben und sie eben noch in Uniform gewesen sind oder weil sie hier und da eben auch aufgepasst haben. Also es war jetzt wohl nicht ganz so ungewöhnlich, dass dort ein Polizist war. Aber John Gosch ist eben aufgefallen, dass dieser Polizist mit Johnny bei diesem Kiosk kurz gesprochen hat. Dann hat er Johnny allerdings aus den Augen verloren. Man muss sagen, bei diesen Highschool-Football-Spielen ist natürlich unheimlich viel los, ne? Also es ist laut, viele Menschen sind da, viele Jugendliche und viele Familien und John Gosch hat dann Johnny auch nicht mehr gesehen. Allerdings, als er fast 20 Minuten später immer noch nicht bei seinen Eltern wieder auf der Tribüne gewesen ist, hat Noreen ihren Mann gebeten, jetzt einmal nach Johnny zu sehen. John hat sich dann auf den Weg gemacht, er hat sich durch die Mengen durchgedrängelt und nach Johnny Ausschau gehalten und konnte ihn zunächst aber nicht finden. Allerdings hat er ihn dann doch gefunden und zwar in einer, wie ich vorhin schon sagte, sehr befremdlichen Situation und anders kann man es auch gar nicht beschreiben, denn es ist schon sehr, sehr seltsam. Er findet nämlich Johnny, nachdem er ihn einige Zeit gesucht hat, unter der Tribüne, die auf dem Footballfeld eben aufgebaut ist, mit einem Polizisten sprechen. Ich werde euch hier an dieser Stelle auch mal diese Football Bleachers einblenden. Die kennt ihr ja. Ihr wisst ja, wie diese Tribünen auf Football-Feldern aussehen. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass unter dieser Tribüne, es war zu dieser Zeit schon dunkel, Johnny mit diesem Polizisten gesprochen hat, mit dem er vorher auch schon beim Kiosk in einer Unterhaltung gewesen ist. Und John Gosch sieht ihn jetzt eben da unten drunter stehen. Ja, er ruft seinen Sohn zu sich, er sagt, Johnny soll herkommen. Und dieser hat sehr, sehr entspannt gewirkt. Er hat seinem Vater dann auch lächelnd zugewunken und hat sich von den Polizisten wohl noch höflich verabschiedet und ist dann zu seinem Vater zurück, der ihn dann wieder mit nach oben zur Tribüne genommen hat, wo Noreen sich bereits Sorgen gemacht hat. Nachdem das Footballspiel dann beendet war, ging Johnny mit seiner Familie zum Auto und hat dann zu seinem Vater gesagt, dass der Polizist, mit dem er sich unterhalten hat, sehr, sehr nett gewesen ist und dass er beschlossen hat, auch einmal Polizist werden zu wollen, wenn er älter ist. Ich persönlich habe nie herausfinden können, was Johnny mit diesem Polizisten gesprochen hat und ich weiß auch nicht, ob sein Vater John ihn jemals gefragt hat, was er denn da mit dem Polizisten gesprochen hat. Das wurde nie öffentlich, zumindest habe ich es nirgends gefunden. Das wäre aber natürlich sehr, sehr interessant gewesen. Ich könnte mir aber sehr wohl vorstellen, dass John Gosch seinen Sohn nicht danach gefragt hat, was sie geredet haben. Denn ich glaube, wenn er ihn gefragt hätte, dann wäre das mit Sicherheit irgendwann auch mal bekannt geworden. Anscheinend hat er ihn einfach nicht gefragt. Der nächste Tag ist dann der 4. September 1982, ein Samstag und auch ein ganz besonderer Tag für die Familie Gosch. Denn Noreens älteste Tochter kommt vom College zu Besuch nach Hause und die ganze Familie sitzt am Nachmittag bereits zusammen. Für den Abend hat Noreen ein großes Grillfest geplant und alle kommen zusammen und sie hat im Anschluss dann auch gesagt, dass es ein sehr, sehr schöner Abend gewesen ist und dass alle viel gelacht haben. Um kurz vor 22 Uhr ist es dann aber an diesem Samstag für den 12-jährigen Johnny Zeit ins Bett zu gehen, zumal er am Sonntag früh aufstehen muss, denn am Sonntag trägt er immer gemeinsam mit seinem Vater Zeitungen aus. Das macht er schon seit über einem Jahr
und bessert sich damit auch, das hatte ich euch vorhin schon gesagt, sein Taschengeld auf. Ja, deswegen verabschiedet er sich von seinen Geschwistern und von seinen Eltern an diesem Samstag und möchte gerade hinauf in sein Zimmer gehen, als er seine Mutter fragt, ob er nicht am Sonntag, am nächsten Tag ausnahmsweise alleine die Zeitungen austragen darf. Normalerweise war es immer so schon von Anfang an, dass er das mit seinem Vater gemeinsam gemacht hat. Es war eben dieses sonntagliche Ritual zwischen John und Johnny, dass sie gemeinsam losziehen. Aber ja, jetzt fragt Johnny auf einmal, ob er nicht alleine gehen darf. Er würde sich bereit dafür fühlen, er würde die Strecke kennen, er macht es jetzt schon so lange. Aber Noreen ist dagegen. Sein Vater John sagt an dieser Stelle, dass er wegen ihm gerne alleine gehen darf, aber Noreen verbietet es, denn sie ist besorgt. Auch wenn sie in einer friedlichen Gegend leben und Johnny das jetzt schon so lange macht, möchte sie trotzdem, dass sein Vater ihn begleitet und sagt nein. Johnny muss wohl etwas enttäuscht gewesen sein, dass seine Mutter nicht erlaubt hat, dass er alleine losgehen darf. Allerdings gab es dann auch keinen Streit oder irgendeine Diskussion. Johnny hat dann eben so mit den Schultern gezuckt und muss dann die Treppe nach oben Richtung seinem Zimmer gegangen sein. Doch nur 2 Minuten später ist er die Treppe wieder hinuntergekommen. Noreen war zu dieser Zeit in der Küche und hat schon mal mit dem Abwasch begonnen, denn auch für die anderen Familienmitglieder war der Abend langsam vorbei und Johnny kam noch einmal in die Küche. Und Noreen hat gesagt, dass sie erstaunt gewesen ist, dass er noch mal runterkam. Sie dachte, er wäre schon längst im Bett gewesen. Und Johnny hat dann seine Mutter angesehen, hat sie in den Arm genommen und hat zu ihr gesagt, Mom, I will always love you. You are the best. Und nach dieser Umarmung ist Johnny dann aber lächelnd hinaufgegangen in sein Zimmer. Und das war dann auch das letzte Mal, dass Noreen Gosh mit ihrem Sohn gesprochen hat. Immer wenn ich an diese Stelle komme, bei diesem Fall läuft mir eine Gänsehaut, dass Johnny nochmal zurückgekommen ist, dass er seine Mutter nochmal umarmt hat. Wenn ich an andere Fälle denke, wo Kinder verschwunden sind, die ähnlich gehandelt haben, wie zum Beispiel Peggy Knoblauch, die am Morgen ihres Verschwindens sowieso schon spät dran war, die ihrer Mutter gesagt hat, dass sie nicht zur Schule gehen will, dass sie auf keinen Fall gehen möchte, aber dass sie trotzdem gegangen ist und dass sie eigentlich mit ihrem Schulranzen schon draußen vor der Tür war und 2-3 Minuten später noch einmal zurückkam, obwohl sie schon zu spät war für die Schule, noch mal an die Tür geklopft hat, ihre Mutter noch mal umarmt hat und gesagt hat, Mama, ich hab dich lieb. Oder auch an Georgine Krüger, die ja in Berlin verschwunden ist, die ja auch, ich glaube, 1 oder 1,5 Wochen vor ihrem Verschwinden zu ihrer Mutter dann auch noch mal gesagt hat, wenn mir irgendwann mal etwas passiert, ich habe Angst, dass mir was Schlimmes passiert. Das sind so Dinge, da läuft mir immer eine Gänsehaut und bei Johnny Gosch war es eben auch so. Noch etwas anderes Merkwürdiges passiert allerdings an diesem Abend, beziehungsweise man kann schon fast sagen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Hause Gosch, nämlich klingelt um 1:45 Uhr morgens das Telefon. Noreen und John sind zu dieser Zeit schon im Bett und Noreen möchte schon aufstehen und ans Telefon gehen, aber John sagt, dass er geht. Die Schlafzimmertür ist zu dieser Zeit einen Spalt offen, sodass Noreen hören kann, was gesprochen wird. John, so sagt sie später, wäre ans Telefon gegangen und hätte ins Telefon mit leiser Stimme gesagt, yes, alright, okay. Als John wieder zurück ins Schlafzimmer gekommen ist, hat Noreen ihn natürlich gefragt, wer da angerufen hat. Und John hat gesagt, es wäre wieder der ominöse Anrufer gewesen, der immer anruft und dann einfach wieder auflegt. 2 Dinge sind Noreen komisch vorgekommen. Erstens, normalerweise hat dieser seltsame Anrufer immer nur Sonntagabend angerufen und nicht Samstagabend oder Samstagnacht. Und Punkt Nummer 2 ist, dass wenn ein ominöser, anonymer Anrufer anruft und nicht spricht, warum sagt dann John Gosch, yes, alright, okay. Das heißt, dass ja jemand mit ihm gesprochen haben muss. Ja, Noreen kam das wohl etwas seltsam vor, sie war aber sehr müde und hat dann da nichts weiter drauf gegeben und ist dann auch irgendwann eingeschlafen. Um 5.15 Uhr am nächsten Morgen, also am Morgen des 5. September 1982, verlässt der 12-jährige Johnny Gosch dann sein Elternhaus. Er hält sich nicht daran, dass seine Mutter ihm tags zuvor verboten hat,
ohne seinen Vater die Zeitungen auszutragen, sondern geht einfach alleine los. Normalerweise ist er mit seinem Vater immer erst um kurz nach 6 Uhr losgegangen. Dieses Mal eben verlässt er schon um 4:15 das Haus. Im Nachhinein hat man dann eben kombiniert, dass er absichtlich früher aufgestanden ist, wo er wusste, dass sein Vater um diese Zeit noch schläft, dass er eben nicht merkt, wenn er alleine losgeht. Wobei man auch nicht sagen kann, dass er ganz alleine losging, denn er hatte den Hund der Familie, den Yorkshire Terrier Gretchen, mit dabei. Johnny geht also aus dem Haus und hat seinen Zeitungswagen mit dabei, einen roten Wagen, in dem er die Zeitungen dann quasi transportieren kann. Von seinem Elternhaus aus macht er sich auf den Weg 2 Blocks weiter. Dort nämlich werden die Zeitungen für die Zeitungsjungs gelagert, die dort immer abgeholt werden. Dann werden die Wagen befüllt und dann machen sie sich auf ihre übliche Tour auf den Weg, um die Zeitungen auszutragen. Und genau das hat Johnny an diesem Morgen um 4:45 gemacht. Er kommt also an der Stelle an, wo die Zeitungen gelagert sind, füllt seinen Wagen auf und geht mit seinem Hund Gretchen los. Als er mit seinem befüllten Wagen auf seiner üblichen Strecke unterwegs ist, hält neben ihm ein blaues Auto an. Der Fahrer dieses Wagens beugt sich dann auf die Beifahrerseite hinüber, kurbelt das Fenster runter und ruft Johnny zu sich, der dann auf den Wagen zugeht. Der Fahrer dieses Wagens fragt Johnny dann nach dem Weg. Offensichtlich hat er sich in diesen frühen Morgenstunden des Sonntags verfahren, denn er möchte wissen, wo die 86th Street in West Des Moines ist. Man muss dazu wissen, dass die 86th Street von der Stelle, wo sich Johnny im Moment befindet, 20 Blocks weit entfernt ist. Das ist also eine ewig weite Strecke. Das heißt, dass der Fahrer komplett in der falschen Gegend ist. Aber Johnny kennt sich sehr gut aus in seiner Heimatstadt und er weiß, wo die 86th Street ist und versucht jetzt also mit Händen und Füßen mehr oder weniger diesem Mann zu erklären, wo er denn hinfahren muss. Er bleibt allerdings offensichtlich in etwas größerer Entfernung zu diesem Wagen stehen und spricht dann mit diesem Mann und erklärt ihm den Weg, woraufhin dann dieser Mann das Fenster wieder nach oben kurbelt und schnell davonfährt. In etwas weiterer Entfernung zu Johnny ist zu dieser Zeit ein anderer Zeitungsjunge namens Mike unterwegs. Der 13-Jährige kennt Johnny Gosch von der Schule und winkt ihm zu. Auch er hat seinen Zeitungswagen dabei und nachdem der Fahrer dann weitergefahren ist, treffen die beiden Jungs dann auch aufeinander und beschließen jetzt eine kurze Strecke gemeinsam auf dem Weg weiterzugehen. Denn sie haben zwar verschiedene Routen, wo sie die Zeitungen austragen, doch ein paar Meter können sie gemeinsam gehen und sie unterhalten sich. Mike hat dann später ausgesagt, dass Johnny ganz normal und wie immer gewirkt hat und die beiden sind dann eben ein paar Meter gemeinsam gegangen, als dieses blaue Auto auf einmal wieder an ihnen beiden vorbeigefahren ist und wieder angehalten hat. Auch dieses Mal hat der Fahrer wieder das Beifahrerfenster heruntergekurbelt, hat seinen Kopf rausgestreckt und hat eben jetzt beide Jungs nach dem Weg zur 86th Street gefragt. Johnny hat dann wohl Mike zugeflüstert, dass dieser Mann ihn gerade schon nach dem Weg gefragt hätte und dass es jetzt ein bisschen komisch ist, dass er jetzt schon wieder da ist. Aber ja, die beiden Jungs sind dann eben auf das Auto zugegangen und haben beide versucht, dem Mann jetzt zu erklären, dass es hier die falsche Gegend ist, dass er wo ganz woanders ist und haben eben versucht, ihm zu helfen. Während diesem Gespräch zwischen dem Fahrer des blauen Autos, Mike und Johnny, kommt ein Nachbar aus seinem Haus heraus. Ein Mann namens John Rossi. Ja, dieser John Rossi hat diese Situation zwischen diesen beiden Jungen und dem Mann dann beobachtet, denn er weiß, dass er um diese Zeit immer seine Zeitung von Johnny Gosch bekommt und diese wollte er gerade hereinholen. Doch die Zeitung lag noch nicht vor seinem Haus und er hat dann eben diese Szene beobachtet und ist über seinen Rasen hinweg auf die beiden Jungs und auf das Auto zugegangen. Johnny hat dann John Rossi auch bemerkt und hat ihn zu sich hergewunken und hat gesagt, dass der Mann sich verfahren hat und ob John Rossi vielleicht helfen könnte, den Weg zu erklären. John Rossi sagt dann natürlich ja und geht auf das Auto zu und Mike und Johnny haben ihre Wagen genommen
und sind gemeinsam mit Gretchen weitergegangen, während John Rossi jetzt versucht hat, dem Mann den Weg zur 86th Street zu erklären. Im Anschluss hat John Rossi dann ausgesagt, dass ihm der Fahrer sehr seltsam vorkam. Denn als er, als Erwachsener jetzt auf ihn zuging, hat er das Fenster wieder ein bisschen nach oben gekurbelt und sich sozusagen ein bisschen auf den Fahrersitz zurückgezogen. Er hatte den Eindruck, dass er mit John nicht wirklich sprechen wollte, dass ihn auf einmal der Weg zu dieser Straße gar nicht mehr so sehr interessiert hat und während John Rossi ihm noch den Weg erklären wollte, wäre der Fahrer mit quietschenden Reifen davongefahren, hätte umgedreht auf der Straße und wäre mit hoher Geschwindigkeit in die andere Richtung davongebraust. John Rossi hat dann auch noch gesagt, dass er einen kurzen Blick auf den Fahrer erhaschen konnte, aber er kam ihm, wie gesagt, sehr seltsam vor. Er hat ihn im Anschluss dann als einen Menschen bezeichnet, der ihm vorkam, als wäre er high gewesen. Er hatte sehr, sehr große Augen, so wie wenn er irgendwie 20 Espresso getrunken hätte. Und hat auch sehr, sehr seltsame, ja, Mimik gehabt. Also es wäre alles sehr komisch gewesen und dann wäre er auch noch davon gerast. Also John Rossi hat dann seine Zeitung genommen und ist wieder zurück in sein Haus und hat sich dann auch nichts mehr weiter dabei gedacht. Was jetzt als nächstes passiert sein soll, ist ein wenig knifflig, denn es gibt viele verschiedene Versionen von dem, was passiert ist, als Mike und Johnny vom Nachbarn John Rossi und von diesem Mann in dem blauen Auto dann weg weitergegangen sind. Ich versuche euch jetzt trotzdem, so gut wie möglich ich es recherchieren konnte, das Ganze zu schildern. Also, John Rossi geht zurück in sein Haus, der Fahrer mit dem blauen Auto braust mit quietschenden Reifen davon. Einige Minuten später trennen sich dann auch die Wege von Mike und von Johnny. Denn Johnny geht nach links, und Mike geht nach rechts, um die Zeitungen in der anderen Hälfte der Nachbarschaft auszutragen. Als Johnny nach links abbiegt und einige Meter weit geht, kommen ihm aber zwei Mitschüler entgegen. Es sind Brüder, die im selben Alter sind wie Johnny und auch sie sind am Sonntagmorgen in der Gegend unterwegs, um Zeitungen auszutragen. Die beiden Brüder haben dann gesagt, sie hätten Johnny auf dieser Straße passiert. Allerdings wären sie beide ziemlich flott unterwegs gewesen, denn sie wären ein bisschen spät dran gewesen für ihre Zeitungsrunde an diesem Morgen. Deswegen wären sie an Johnny nur schnell vorbeigelaufen. Sie hätten ihm aber zugewunken, er hätte fröhlich zurückgewunken und die beiden Jungs wären dann die Straße weitergelaufen. Was sie aber im Anschluss ausgesagt haben, ist sehr interessant, denn sie haben gesagt, dass sie dieses blaue Auto gesehen hätten, das langsam in die Straße eingebogen wäre, wo sie gerade eben noch Johnny Gosch passiert haben und dass das Auto ihm langsam hinterhergefahren wäre. Das hätten sie noch gesehen, bevor sie dann um die Kurve gegangen sind und das blaue Auto dann eben nicht mehr gesehen haben. In der Zwischenzeit fällt Mike, also dem Zeitungsjungen, der mit Johnny gemeinsam versucht hat, dem Fahrer dieses blauen Wagens den Weg zu erklären, ein, dass er ein Haus vergessen hat, eine Zeitung dort abzugeben. Deswegen dreht Mike, der ja inzwischen in einer ganz anderen Straße ist, noch einmal um und läuft zurück. Als er zurückläuft, kann er in etwas weiterer Entfernung Johnny mit seinem Wagen noch sehen. Auch sieht er die beiden Brüder, die Johnny gerade passiert haben, die laufend um die nächste Ecke biegen. Mike hat also jetzt den Blick gerade in die Straße hinein, in der Johnny Gosch geht. Und Mike sieht etwas sehr, sehr Seltsames. Er sieht nämlich ebenfalls dieses blaue Auto wieder, das hinter Johnny herfährt. Und ihm fällt auf, dass das Auto dreimal die Lichthupe betätigt, also das Abblendlicht betätigt. Dreimal wird hell aufgeleuchtet. Kurz nachdem dieses Auto dreimal aufgeblendet hat, dreht es auf einmal ab und fährt hinter Johnny wieder weg in eine ganz andere Richtung. Doch zur selben Zeit, als das Auto aufgeblendet und umgedreht hat, sieht Mike, dass unmittelbar hinter Johnny zwischen zwei Häusern aus einem Gebüsch heraus ein großer dunkelhaariger Mann kommt. Dieser Mann überquert die Straße und geht jetzt langsam in etwas größerer Entfernung hinter Johnny her.
Dieser wiederum biegt jetzt aber links in eine Straße ab. Der Mann geht lauchlinks Johnny nach und dann kann Mike weder ihn noch den Mann, der ihn verfolgt hat, weiterhin sehen. In dieser Straße, in die Johnny Gosch jetzt gerade einbiegt und offensichtlich von einem Unbekannten verfolgt wird, wohnt ein Mann namens J.P. Smith. Und er liegt zu dieser morgendlichen Zeit in seinem Schlafzimmer mit geöffnetem Fenster. Er ist schon wach und hat das Fenster aufgemacht und beschließt jetzt dann auch aufzustehen, als er im ersten Stock seines Hauses bei geöffnetem Fenster auf einmal lautes, hysterisches Hundegebell hören kann. Normalerweise, so sagte er später, wäre ihm das jetzt nicht aufgefallen, denn viele Menschen in der Nachbarschaft haben Hunde, die natürlich auch immer wieder bellen, aber dieses Bellen war so laut und so hysterisch, dass es ihn dazu gebracht hat, von seinem Bett aufzustehen und aus seinem Fenster im ersten Stock hinunter auf die Straße zu schauen. Dort unten hätte er dann eine sehr, sehr merkwürdige Szene gesehen. Er hat nämlich gesagt, er hätte gesehen, wie ein roter Wagen, in dem Zeitungen gewesen sind, auf der Straße direkt vor seinem Haus gestanden hätte. Daneben wäre ein kleiner Hund gesessen, der ebenso hysterisch gebellt hat. Und vor diesem Zeitungswagen wäre auf der Straße ein Auto gestanden, das mit quietschenden Reifen umgedreht und weggefahren wäre. Und er hätte auch noch das Schlagen einer Autotür gehört. Allerdings hätte er keine Personen dort unten auf der Straße gesehen. Man muss auch sagen, es war zu dieser Zeit auch noch nicht ganz dunkel, aber jetzt auch noch nicht ganz hell, also sehr früh am Morgen, weswegen er auch im Nachhinein nicht mehr hundertprozentig die Farbe des Autos beschreiben konnte. Er hat gesagt, es hätte schwarz, grau oder auch blau sein können. Und er hat dann auch noch gesagt, dass er glaubt, dass es ein Ford Fairmont gewesen ist, aber auch da war er sich nicht sicher. Einige Zeit später, es ist 7.15 Uhr an diesem Morgen, da klingelt bei Noreen Gosch das Telefon. Sie ist zu dieser Zeit noch im Bett und als sie sich nach links umdreht, sieht sie, dass ihr Mann John auch noch da ist. Sie sieht auf die Uhr und ist verwirrt, denn normalerweise wäre John und ihr Sohn Johnny ja schon längst unterwegs am Sonntagmorgen, um Zeitungen auszutragen. Aber ihr Mann schläft noch. Deswegen steht Noreen jetzt auf und stürzt ans Telefon. Und am Telefon ist einer ihrer Nachbarn. Dieser Nachbar sagt, dass er heute Morgen keine Zeitung bekommen hat und dass das sehr ungewöhnlich ist, denn normalerweise bringt Johnny ihm die Zeitung. Als Noreen gerade den Hörer auflegt und schauen will, ob Johnny in seinem Zimmer ist, klingelt das Telefon schon wieder. Wieder geht sie ran und es ist ein anderer Nachbar, der ebenfalls bei den Gosches anruft und fragt, ob Johnny heute Morgen die Zeitung nicht bringt, denn auch er hätte seine Zeitung nicht bekommen. Noreen hängt jetzt auf und läuft natürlich in Johnnys Zimmer und sieht, dass er nicht da ist. Sie läuft hinaus und sieht auch, dass der rote Zeitungswagen nicht an der Stelle in der Garage steht, wo er sonst ist. Sie kombiniert natürlich, dass Johnny einfach, obwohl sie es verboten hat, alleine sich auf den Weg gemacht hat, Zeitungen auszutragen. Und jetzt bekommt sie auch ein bisschen Angst, denn offensichtlich ist er schon sehr lange unterwegs, aber die Nachbarn haben jetzt immer noch nicht ihre Zeitung. Als sie gerade wieder ins Haus hineingehen und ihren Mann John aufwecken möchte, sieht sie ihren Hund Gretchen auf der Straße über den Rasen auf sie zulaufen. Ja, Noreen weckt jetzt sofort ihren Mann auf und klärt ihn über die Situation auf, dass Johnny nicht mehr da ist, dass er sich alleine auf den Weg gemacht hat. Sie erzählt ihm, dass die Nachbarn ihre Zeitung nicht bekommen haben und dass er Gretchen offensichtlich dabei hatte, die jetzt wieder alleine nach Hause gekommen ist. Und deswegen macht sie sich jetzt sofort mit ihrem Mann gemeinsam auf den Weg zu den Häusern, wo sie ja wissen, wo Johnny die Zeitungen austrägt. John hat in den letzten anderthalb Jahren seinen Sohn begleitet. Er weiß genau, welche Strecke Johnny geht und die beiden gehen los. In der Market Street, also nicht sehr weit weg vom Haus von Johnnys Eltern, finden sie dann genau an der Stelle unter J.P. Smiths Haus den Wagen von Johnny, wo noch alle Zeitungen drin sind. Das heißt, er hat bis auf die Zeitung von John Rossi keine weitere Zeitung mehr ausgetragen. Und
Der Wagen mit den Zeitungen ist alles, was man an dieser Stelle noch findet. Johnny ist verschwunden. Noreen hat dann später einmal gesagt, dass ihr in diesem Moment, als sie diesen Zeitungswagen voll mit Zeitungen dort hat stehen sehen, gewusst hat, dass etwas Schlimmes passiert ist. Sie hat gesagt, dass sie ein sehr, sehr dunkles Gefühl im Magen bekommen hat, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Aber trotzdem hat sie dann gemeinsam mit ihrem Mann John beschlossen, noch nicht sofort die Polizei zu rufen, sondern sich erst einmal noch zwischen den Häusern, in den Straßen, in der Gegend, wo Johnny immer die Zeitungen ausgetragen hat, umzusehen. Sie haben vielleicht noch dann gedacht, dass Johnny den Wagen hat stehen lassen, weil er irgendjemanden getroffen hat, dass ihn irgendein Nachbar vielleicht kurz ins Haus gebeten hat. Also sie haben sich noch die Hoffnung gemacht, dass vielleicht es alles sich irgendwie klären oder erklären lässt. Aber als Noreen dann auch in der Nachbarschaft herumfragt, wird ihr klar, dass Johnny dort nirgends ist. Vor allem wird ihr und auch Johnnys Vater John das klar, als sie mit den Menschen in der Nachbarschaft sprechen, die Johnny an diesem Morgen gesehen haben. So der Nachbar John Rossi, der natürlich Noreen von diesem Ereignis mit dem Fahrer erzählt, als auch Mike, der Junge, der mit Johnny an diesem Morgen eine Zeit lang unterwegs gewesen ist, und auch die beiden Zeitungsjungs, die Noreen und John auch ausfindig machen können, noch in der Gegend, die ebenfalls sagen, sie hätten Johnny gesehen. Mike sagt dann auch, dass er gesehen hat, dass ein Mann hinter Johnny hergegangen wäre, und Mike Rossi klärt dann auch Noreen und John darüber auf, dass ein Fahrer eines blauen Wagens neben den Jungs gehalten hatte. Also das alles wird Noreen, kurz nachdem sie Johnnys Wagen gefunden hat auf der Straße, alles erzählt. Und jetzt ist sie mehr als davor schon davon überzeugt, dass Johnny etwas passiert sein muss, weil er vom Erdboden verschwunden ist und alles das, was sie jetzt erfahren hat, sich doch sehr danach anhört, als wäre Johnny entführt worden, als hätte ihm irgendjemand etwas angetan. Vor allem auch, nachdem J.P. Smith dann auch mitbekommt, was da unten auf der Straße los ist, kommt auch er aus dem Haus und erzählt, dass er eben vor seinem Haus noch gehört hat, wie eine Autotür zugeschlagen wurde. Er sagt, dass er den Hund laut hat bellen hören und dass er eben ein blaues oder schwarzes Auto, einen Ford Fairmont, hat wegfahren sehen, und dann war Johnny verschwunden. Also Noreen macht sich große Sorgen und deswegen rufen sie auch jetzt, nachdem sie alles erfahren haben, sofort die Polizei. Es ist inzwischen 8.30 Uhr, denn es dauert sage und schreibe eine ganze Stunde, bis die Polizei, die eigentlich nur 6 Blocks entfernt ist, an der Stelle dann endlich ankommt, wo Johnnys Zeitungswagen zurückgelassen worden ist. Und als die Polizei dann endlich da ist und von Noreen erfährt, wie sich dieser Morgen zugetragen hat, und sie ihnen auch alles erzählt, was sie in der Zwischenzeit selbst herausfinden konnte, da steht für die Polizei aber trotzdem fest, dass Johnny weggelaufen sein muss. Die erste Frage, die Noreen von dem Polizisten gestellt wurde, war, ob Johnny vorher schon mal abgehauen wäre. Noreen erzählt den Polizisten, dass Johnny niemals weglaufen würde, dass es überhaupt keinen Grund geben würde und dass er auch vorher noch nie weggelaufen ist. Und sie erzählt auch, was die ganzen Zeugen, die sie ja in der Zwischenzeit auch ausfindig machen konnte, gesagt haben. Sie erzählt von dem blauen Auto, sie erzählt von dem Mann, der Johnny verfolgt hat. Aber das alles interessiert die Polizei überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie sind davon überzeugt, dass er weggelaufen ist. Auch die Tatsache, dass Gretchen, also der Hund, ganz alleine wieder nach Hause gelaufen ist und Johnny diesen nie alleine auf der Straße zurücklassen würde, oder auch, dass der Hund von Johnny niemals weggehen würde, ist für die Polizei zu dieser Zeit alles überhaupt nicht interessant. Sie sind davon überzeugt, er ist weggelaufen, er hat am Tag zuvor gesagt, dass er gerne alleine losgehen würde, was für die Polizei ein Indiz dafür ist, dass er geplant hat, wegzulaufen, und das war's. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die Polizei am Tag von Johnny Goshs spurlosen Verschwinden rein gar nichts unternimmt, um ihn zu finden. Für sie ist er ein Runaway, ein Kind, das weggelaufen ist,
Und trotzdem, dass die Kritik auch in den nächsten Tagen, wo ebenfalls so gut wie nichts unternommen wird, hier und da schon lauter wird, denn es hat sich natürlich rumgesprochen, dass Johnny Gosch verschwunden ist. Viele kannten ihn, viele kennen seine Familie und dementsprechend gibt es da auch hier und da jetzt laute Stimmen, warum denn hier nichts unternommen wird, weswegen sich auch einige Tage nach dem Verschwinden von Johnny einer der leitenden Polizeichefs von West Des Moines zu Wort meldet und sagt, dass nichts unternommen wird, weil es einfach keine Hinweise darauf gibt, dass Johnny etwas zugestoßen ist. Es gäbe keinen Tatort, nichts an dem Ort, wo sein Zeitungswagen zurückgeblieben ist, würde auf ein Verbrechen hinweisen und es gibt auch keinen Zeugen, der direkt gesehen hat, dass Johnny irgendwie entführt wurde oder dass er geschlagen wurde oder dass er irgendwie in ein Auto hineingezogen wurde. Das würde es alles gar nicht geben, weswegen es auch keine Ermittlung rechtfertigt. Doch die Menschen, die Johnny und seine Familie gut kannten, die sind davon überzeugt, dass er nicht weggelaufen ist. Und Noreen, seine Mutter, die Frau, die ihn am allerbesten kennt, sagt von Anfang an, dass sie weiß, dass ihr Sohn nicht weggelaufen ist. Johnny war erst 12 Jahre alt. Er war gut in der Schule. Es gab keinen Streit innerhalb der Familie. Er hatte viele Freunde. Er war sehr glücklich. Warum sollte er an einem Sonntagmorgen ohne einen Cent Geld in der Tasche und ohne dass er noch irgendwie etwas anderes mit dabei gehabt hat, außer seine Zeitungen, seinen Hund einfach alleine auf der Straße zurücklassen und verschwinden? Da für die Polizei allerdings kein Verbrechen vorliegt, wird auch in den nächsten 2 Wochen nicht sehr viel unternommen. Es gibt zwar in einem kleinen Radius rund um das Gebiet, wo Johnny zuletzt gesehen wurde, eine Suchaktion von der Polizei, nur diese wird nicht ausgeweitet. Also sie ist beschränkt in einem kleinen Radius, wo nichts gefunden wird und dementsprechend passiert auch nicht sehr viel mehr. Und das, obwohl Noreen Gosch alle Zeugenaussagen von diesem Morgen dokumentiert hat. Sie hat jeden einzelnen Menschen, der Johnny an diesem Morgen gesehen hat und mit ihm gesprochen hat, notiert. Sie hat aufgeschrieben, was diese Zeugen gesagt haben. Sie hat das Auto, das Johnny nach dem Weg gefragt hat, wo Mike auch der Zeuge war, wo John Rossi auch gesehen hat. Das alles hat sie dokumentiert und hat es der Polizei übergeben. Und trotzdem, und das muss man sich vorstellen, wurde niemals ein einziger dieser Menschen von der Polizei befragt. Das alles hat Noreen herausgefunden, weil sie gefragt hat. Deswegen beschließen John und Noreen, jetzt die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie bekommen keine Hilfe von der Polizei, weswegen sie eine eigene große Suchaktion starten wollen. Sie richten sich eine kleine Kommandozentrale in ihrem Haus ein und von dort aus organisieren sie in den nächsten Wochen immer wieder größere Suchen. Freunde, Familienmitglieder, Bekannte und Nachbarn, alle wollen mithelfen und versuchen herauszufinden, was mit Johnny passiert ist. Bereits am zweiten Samstag nach seinem Verschwinden, wo die erste große Suchaktion von vielen, vielen Menschen geplant ist, es sind über 60, die sich an diesem Tag treffen wollen, wird diese erste Versammlung allerdings gestört. Und zwar von niemand Geringerem als von der Polizei. Denn diese sind wohl überhaupt nicht begeistert, dass sich jetzt Bürger zusammentun und deren Arbeit machen. Unter der Leitung von Chief Cooney tauchen nämlich einige Polizisten am Haus der Gosches auf. Chief Cooney ist der Mann, der eigentlich dafür verantwortlich ist, von Anfang an schon Johnny zu finden oder herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Doch anstatt dessen stellt er sich an diesem Samstag auf einen Picknicktisch vorm Haus der Gosches, auf dem Suchplakate liegen, die die Familie gedruckt hat, und brüllt in die versammelte Runde der Helfer, dass alle Leute jetzt gefälligst nach Hause gehen sollen, denn dieser Junge wäre nichts anderes als ein Ausreißer. Orville Cooney war wohl zu dieser Zeit schon als Trinker bekannt und viele der Anwesenden hatten den Eindruck, dass er, als er sich dort auf diesen Picknicktisch gestellt und rumgebrüllt hat, angetrunken gewesen ist. Das muss man sich einfach einmal vorstellen. Heute im Jahr 2020, wenn so etwas passieren würde, dass ein leitender Ermittler sich hinstellt und augenscheinlich betrunken herumschreit, dass freiwillige Helfer gefälligst nach Hause gehen sollen, weil dieses Kind nichts anderes als ein Ausreißer ist, mit der Mutter und dem Vater dieses Jungen, die daneben stehen und jetzt seit 2 Wochen keine Ahnung haben, was mit ihrem Kind passiert ist. Innerhalb von einer Minute wäre das Ganze auf Social Media und der Teufel wäre los. Aber im Jahr 1982
Ich weiß es nicht in dieser Gegend. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, warum so etwas überhaupt passieren kann. Ich möchte nicht wissen, was in Noreen Goshs Kopf vorgegangen ist, als sie gesehen hat, dass der Mann, dem eigentlich alle vertrauen sollten, dass er ihr Kind wieder zurückbringt, jetzt da betrunken herumstolpert und herumschreit. Das ist ehrlich gesagt unfassbar. 2 Tage später taucht Noreen Gosh dann im örtlichen Polizeirevier auf. Sie möchte Beschwerde einlegen, sowohl gegen Orville Cooney als leitenden Ermittler, als aber auch gegen diese ganze Ermittlung, die da bisher eher schlecht als recht stattgefunden hat, und möchte außerdem, dass das FBI hinzugezogen wird, um jetzt endlich irgendetwas herauszufinden, was mit ihrem Sohn passiert ist. Doch das wird alles schlichtweg abgelehnt, weswegen Noreen dann von zu Hause aus selbst Kontakt mit dem FBI aufnimmt. Sie spricht mit einem Agenten, sie schildert ihren Fall, sie sagt, was hier gerade passiert und dass sie keinerlei Hilfe bekommt, weswegen auch das FBI verspricht, sich in den Fall einzuschalten, wenn bis Ende der darauffolgenden Woche es keine neuen Ermittlungen von der Polizei geben würde. Als diese Woche dann vorbei ist und natürlich nicht weiter ermittelt wird, da bekommt Noreen Gosh Besuch von 2 FBI-Agenten. Diese sagen ihr, dass sie sich nur in den Fall einschalten können, wenn das örtliche Police Department ihre Hilfe offiziell anfordert. Sie sagen Noreen dann auch, dass sie mit Orville Cooney persönlich gesprochen haben und dass er ihre Hilfe abgelehnt hat. Und deswegen könnten sie sich auch in diesem Fall jetzt nicht einschalten. Das Thema FBI ist somit also auch vom Tisch. Einige Tage später dann der nächste große Schlag für Noreen, denn sie erfährt von einem Bekannten, der für ein Sheriff Department in der nächsten Stadt arbeitet, dass diese wohl angeboten hätten, Orville Cooney eine große Hundestaffel zur Verfügung zu stellen, um die Suche nach Johnny Gosh in den ersten Tagen zu erweitern, doch diese wurde von Cooney sofort abgelehnt. Als Noreen weitere 2 Wochen später einen Antrag auf Hubschrauberunterstützung durch die Nationalgarde stellen möchte, wird dieser Antrag vom Gouverneur von Iowa, Robert Ray, persönlich abgelehnt. Er sagt zwar, dass Noreen gerne einen Hubschrauber zur Verfügung gestellt haben kann, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie dafür bezahlt. Dieser Hubschrauber würde in der Stunde $800 kosten und dieses Geld hat Noreen Gosh und ihre Familie einfach nicht. Als kurze Zeit später dann auch noch mit der Begründung, es würde Touristen und Besucher abschrecken und da sagt wird, dass Suchplakate von Johnny Gosh aufgehängt werden dürfen, da ist völlig klar, dass die Polizei nicht helfen kann, sondern dass sie schlichtweg nicht helfen will. Jetzt bleibt Noreen und ihrer Familie nur noch eine Möglichkeit. Sie wenden sich an die Presse. Sie setzen alle Hebel in Bewegung, dass Johnnys Verschwinden, das bisher nur sehr mäßig in den Zeitungen thematisiert worden ist, jetzt überall präsent ist. Sie fahren mehrere Kilometer weit auch aus der Stadt hinaus. Sie versuchen, den Fall im Radio präsent zu machen. Sie versuchen, Interviews geben zu können. Sie wenden sich an große Zeitungen und deren Besitzer persönlich. Und als dann auch langsam ans Tageslicht kommt, dass der Gouverneur von Iowa abgelehnt hat, dass Noreen für die Suche nach ihrem Kind Hubschrauber der Nationalgarde zur Verfügung gestellt werden und sie diese hätte selbst bezahlen sollen und auch, dass die Flugblätter nicht aufgehängt werden dürfen, weil es Touristen abschrecken könnte, da ist dann auch der Teufel los, denn das schlägt natürlich hohe Wellen, weswegen der Fall jetzt sehr präsent in den Medien ist. Durch die mediale Aufmerksamkeit, die der Fall jetzt bekommt, kommen auch, und das war ja auch die Hoffnung von Noreen Gosh, immer mehr Hinweise herein. So zum Beispiel auch auf das Auto, den blauen Ford Fairmont, der in der Gegend am Morgen nicht nur von den Zeugen gesehen worden ist, die ohnehin schon bekannt sind, sondern offensichtlich auch von anderen Leuten in der Gegend gesehen worden sind. Auch, dass Johnny selbst noch einmal hier und da gesehen worden ist, kommt herein durch verschiedene Zeugenaussagen. Die einen wollen ihn hier, die anderen da gesehen haben. Es werden Beschreibungen abgegeben und so weiter. Das alles schreibt Noreen alles auf. Sie dokumentiert und protokolliert alles, was ihr zugetragen wird und bringt es, trotzdem, dass sie das Vertrauen inzwischen so gut wie verloren hat, zu Chief Cooney. Sie ist immer noch in der Hoffnung, dass dieser Mann ihr helfen kann. Doch auch nachdem sie ihm alles gebracht hat, was an neuen Hinweisen durch die Aufmerksamkeit durch die Medien herausgekommen ist, interessiert Cooney nicht wirklich.
Er nimmt die Notizen zwar an, aber es wird nichts getan. Weitere 3 Wochen später gibt Noreen Ghosh dann auch ihr erstes offizielles Interview für einen Fernsehsender. Ich habe mir dieses Interview angesehen. Noreen wirkt sehr, sehr stark, sehr, sehr kraftvoll, aber man sieht ihr gleichzeitig auch an, wie gebrochen sie ist, dadurch, dass sie keine Hilfe bekommt. Sie sagt, dass das eine Nachricht an ganz Amerika ist, dass, wenn Kinder verschwinden, offensichtlich man als Eltern erst einmal selbst beweisen muss, dass das eigene Kind in Gefahr ist, dass die Polizei überhaupt tätig wird. Und auch das FBI wollte ihr nicht helfen. Sie sagt das alles in diesem Interview. Sie sagt aber auch gleichzeitig: Johnny, wir lieben dich. Wir werden niemals aufhören, dich zu suchen. Wir werden alles Mögliche unternehmen, um dich wieder nach Hause zu holen. 4 Monate sind inzwischen seit dem Verschwinden von Johnny vergangen und endlich erreicht Noreen durch unheimlich viel Anstrengung zumindest eine Kleinigkeit. Nämlich, dass der Vermerk in Johnnys Akte, dass er ein Runaway ist, also ein Kind, das einfach von sich aus verschwunden ist, einen zusätzlichen Vermerk erhält, nämlich das Wort Kidnapping. Das heißt, dass er jetzt nicht in der Polizeiakte nur als Kind geführt wird, das freiwillig verschwunden ist, sondern auch als Kind, das eventuell gekidnappt werden konnte. Man muss sich mal vorstellen, dass diese Frau 4 Monate kämpfen musste, nur dass das in die Akte mit eingefügt wird. Das ist aber für Noreen tatsächlich ein Erfolg, denn ihr müsst euch vorstellen, dass Polizeiakten ja immer mit einem gewissen Schlagwort geführt werden. In diesem Fall war es eben bei Johnny Ghosh Runaway. Wenn aber jetzt das Wort Kidnapping in der Akte vermerkt wird, dann muss auch in diese Richtung ermittelt werden. Das ist dann verpflichtend für die Polizei. Das kommt immer darauf an, wie diese Akte geführt wird. Und jetzt wird es eben auch als möglicher Kidnapping-Fall, als entführten Fall geführt, weswegen das für Noreen ein großer Erfolg ist. Noch etwas anderes sehr Beunruhigendes erfährt allerdings Noreen Ghosh in dieser Zeit, nämlich bekommt sie mit, dass gerade einmal 5 Monate vor Johnnys Verschwinden 2 12-jährige Mädchen in einem anderen Teil von West Des Moines in Iowa entführt worden sind, als sie auf der Straße unterwegs waren. Die beiden wurden wohl in ein Auto gezogen und in einen Kinderhändlerring nach Omaha verkauft. Das Ganze wurde dann auch später aufgeklärt und die Verantwortlichen konnten auch gefasst werden und sitzen inzwischen hinter Gittern. Die 2 12-Jährigen konnten lebend gefunden werden, aber das Ganze wurde dann eben auch in der Presse bekannt. Allerdings nicht sehr groß bekannt, sodass Noreen das auch vorher nicht wusste. Das hat sie eben jetzt erst im Nachhinein erfahren. Die Umstände, wie diese beiden Mädchen von der Straße weg entführt worden sind, hat Noreen eben dann erinnert an das Verschwinden von Johnny. Das Ganze macht Noreen sehr nervös, dass Johnny vielleicht auch von solchen Leuten entführt worden sein könnte. Und auch damit geht sie wieder zu Chief Cooney und auch legt sie ihm den Vergleich vor zwischen dem Fall ihres vermissten Sohnes und diesen beiden Mädchen. Aber ich denke, ich muss euch nicht sagen, dass das für die Polizei wieder keine Rolle gespielt hat und dass Noreen auch dort wieder gesagt wurde, dass das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hat und dass es eben auch gar keine Beweise dafür geben würde. Einige Wochen später gibt sie dann die erste große Pressekonferenz gemeinsam mit ihrem Mann, denn die Medien sind immer noch sehr, sehr interessiert am Verschwinden von Johnny. Und in dieser Pressekonferenz spricht Noreen zum ersten Mal an, dass sie glaubt, dass ihr Sohn von einem Kinderhändlerring entführt worden sein könnte. Sie untermauert das Ganze, indem sie in dieser Pressekonferenz auch das Verschwinden der beiden Mädchen aus dem anderen Stadtteil von West Des Moines anspricht, die dann eben verkauft worden sind nach Omaha. Nach dieser Pressekonferenz bekommt Noreen und ihr Mann Drohanrufe. Es rufen Leute an, die ihr am Telefon sagen, dass sie aufhören soll, so einen Wind zu machen, dass sie aufhören soll mit ihren Ermittlungen, mit ihren Pressekonferenzen. Sie bekommt auch einen Anruf, wo der Anrufer zu ihr sagt, sie soll doch einfach noch ein Kind bekommen, dann hätte sie damit genug zu tun und würde ihre Zeit nicht verschwenden, um nach Johnny zu suchen. Auch bekommen sie
Todesdrohungen, so zum Beispiel, dass sie aufpassen sollen, wenn sie morgens in ihr Auto einsteigen, wer weiß, ob die Bremsen noch funktionieren. Nach dieser Pressekonferenz von John und Noreen meldet sich dann aber auch das zuständige Polizeirevier bei der Presse zu Wort und sagt, dass der Fall Johnny Gosch für sie ab sofort keine große Priorität mehr hat und dass die Familie von ihnen auch jetzt ab sofort keine Hilfe mehr erwarten kann. Als hätte es vorher Großhilfe für die Familie gegeben. Noreen und John heuern daraufhin in den nächsten vielen Monaten eigene Ermittler und ehemalige Polizisten aus Los Angeles an, um ihnen bei der Suche nach ihrem Sohn zu helfen. Sie erreichen jetzt zum Beispiel auch, dass ein pensionierter Detective aus Los Angeles sich ihrem Fall annimmt und auch der ehemalige FBI-Agent Ted Gunderson, der schon viele Vermisstenfälle in seiner Karriere aufgeklärt hat und eben inzwischen in Pension ist, erklärt sich bereit, John und Noreen zu helfen. Auch wird jetzt zum ersten Mal nach Johnnys Verschwinden, das Monate her ist, ein Phantombild des Mannes erstellt, der an diesem Morgen in diesem blauen Auto gesessen und nach dem Weg gefragt hat. Die Polizei hätte das im Prinzip schon an Tag 2 machen können, eine Polizeizeichnerin beauftragen können, ein Phantombild zu erstellen. Das ist nie passiert. Jetzt hat John und Noreen jemand ausfindig gemacht und ihn bezahlt, der dieses Phantombild aufgrund der Zeugenaussagen endlich erstellt, das jetzt auch viele Monate zu spät an die Presse weitergegeben wird. Doch auch nachdem das Bild in der Presse dann viel Aufmerksamkeit bekommt, gibt es zunächst nicht sehr viele Hinweise. John und Noreen gründen dann Mitte 1983 die Johnny Gosch Foundation, was den Fall noch einmal zusätzlich dann in den Medien pusht. Am 2. Oktober 1983, also über ein Jahr nachdem Johnny verschwunden ist, bekommt einer der Privatermittler von John und Noreen Gosch einen Anruf aus Oklahoma. Die dortige Polizei meldet sich bei einem der Privatermittler von John und Noreen und sagt, dass es wohl im März 1983, also Monate vorher, einen Vorfall auf einem Supermarkt in Oklahoma gegeben hat, wo es zu einem Zwischenfall gekommen ist, der dann auch direkt kurz danach bei ihnen in Oklahoma gemeldet wurde, der aber bis jetzt nicht wirklich in Zusammenhang gebracht werden konnte mit dem vermissten Fall Johnny Gosch, jetzt allerdings wohl doch. Die Frau sagt bei der Polizei aus, dass sie tags zuvor auf einem Supermarkt Parkplatz gerade ihre Einkäufe in ihren Kofferraum verstaut hätte, als ein Junge von ca. 12 bis 14 Jahren auf sie zugekommen wäre und sie am Arm geschüttelt hätte. Sie hätte sich dann zu dem Jungen umgedreht, er hätte sehr verängstigt und verstört gewirkt und hätte zu ihr gesagt, Lady, please help me, my name is Johnny Gosch. Daraufhin wären zwei Männer aus einem Auto ausgestiegen und wären auf den Jungen zugerannt, hätten ihn beide links und rechts am Arm gepackt und hätten ihn mehr oder weniger über den Parkplatz gezerrt zu einem Auto, aus dem sie gerade ausgestiegen sind, haben ihn dort auf den Rücksitz, gepackt und die Tür zugeworfen und das Auto wäre weggefahren. Die Frau hatte vorher von dem Fall Johnny Gosch noch nie etwas gehört. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in Oklahoma. Der Vorfall hat sich ja in Iowa ereignet. Dementsprechend konnte die Frau mit dem Namen Johnny Gosch nichts anfangen und hat den Vorfall aber trotzdem bei der Polizei gemeldet. Ja, die Polizei in Oklahoma hat dann da auch nicht weiter ermittelt. Jetzt allerdings hat sich genau diese Frau wieder bei der Polizei gemeldet, nachdem sie die Pressekonferenz von John und Noreen Gosch am Fernsehen gesehen hat und Johnny Gosch wiedererkannt hat als den Jungen, der sie eben an der Schulter geschüttelt und um Hilfe gebeten hat. Ja, aber auch daraus wurde dann letztendlich nicht recht viel mehr. Noreen Gosch hat aber gesagt, dass sie sehr, sehr große Hoffnung hat, dass das ihr Sohn gewesen ist. Und wenn er im März 1983 jemanden hat um Hilfe bitten können, dann heißt es, dass er da noch gelebt hat, weswegen ihre Hoffnung, dass er jetzt immer noch lebt, sehr, sehr hoch ist. Am 12. August 1984 verschwindet dann der 13-jährige Eugene Martin aus West Des Moines, als er um kurz nach 5:30 Uhr morgens wie jeden Sonntag Zeitungen austrägt. Nur 7 Meilen von der Stelle entfernt, von der 2 Jahre vorher auch Johnny Gosch spurlos verschwunden ist. Kurz vor seinem Verschwinden wird er von mehreren Menschen dabei gesehen, wie er neben einem fremden Mann hergeht,
während er seine Zeitungen austrägt. Allerdings waren diese Zeugen alle ziemlich weit weg, sodass leider kein Phantombild von dem Mann entstanden ist. Eugenes Eltern wissen, was 2 Jahre vorher in ihrer Stadt passiert ist. Jeder weiß hier, dass Johnny Gosch ebenfalls morgens, als er Zeitungen ausgetragen hat, spurlos verschwunden ist. Und deswegen sind Eugenes Eltern auch überzeugt, dass die beiden Fälle irgendwie zusammenhängen müssen. Genauso auch Noreen und John. Ja, die 4 Eltern tun sich jetzt zusammen und geben auch gemeinsam ein Interview und sagen, dass die beiden Fälle so ähnlich sind. Die beiden Jungen waren im selben Alter. Sie haben beide morgens Zeitungen ausgetragen. Sie sind beide spurlos verschwunden. Beide wurden vorher entweder von einem fremden Mann verfolgt oder haben, wie in Eugenes Fall, selbst mit ihm gesprochen. Da muss einfach ein Zusammenhang bestehen. Nachdem es jetzt der 2. Zeitungsjunge innerhalb von 2 Jahren ist, der spurlos verschwindet, wird die Polizei im Fall Eugene Martin jetzt von Anfang an auch ein bisschen aktiver. Es werden also von Anfang an Suchplakate gedruckt und verteilt. Genauso finden auch mehrere große Suchaktionen statt und tatsächlich werden auch Hubschrauber zur Verfügung gestellt, um Eugene zu suchen. Darüber hinaus soll auch eine Belohnung von $94.000 ausgesetzt werden für Hinweise, die zum Auffinden von Eugene führen. Doch das alles führt leider zu nichts, denn Eugene Martin bleibt spurlos verschwunden. Ende 1984 ist dann sowohl Eugene Martin als auch endlich Johnny Gosch einer der ersten Kinder, die in den USA auf einem Milchkarton abgedruckt werden, um so viele Menschen wie möglich auf ihr Verschwinden aufmerksam zu machen. Kommen wir nun in den Juli 1985. Es ist fast 3 Jahre her, dass Johnny zum letzten Mal gesehen wurde. Da passiert in einem Supermarkt in Sioux City etwas sehr, sehr Seltsames. Eine Frau bezahlt dort ihre Einkäufe an der Kasse und sie bekommt Wechselgeld. Bei diesem Wechselgeld ist unter anderem eine 1-Dollar-Note dabei. Achtlos packt sie ihre Einkäufe und auch das Wechselgeld in ihre Brieftasche und geht zu ihrem Auto. Als sie im Auto sitzt, möchte sie aber noch einmal auf den Kassenzettel schauen, den sie ebenfalls in ihre Geldbörse gesteckt hat und zieht dabei versehentlich die 1-Dollar-Note heraus, die sie gerade eben von der Kassiererin als Wechselgeld bekommen hat. Ihr fällt auf, dass auf dieser 1-Dollar-Note etwas geschrieben steht. Auf dieser 1-Dollar-Note steht: I am alive, Johnny Gosch. Ja, die Frau weiß, wer Johnny Gosch ist. Sie kennt den vermissten Fall. Sie hat sein Bild aus den Zeitungen, aus dem Fernsehen und auch vor allen Dingen auf den Milchkartonverpackungen immer wieder gesehen. Und jetzt hält sie diese 1-Dollar-Note in der Hand, wo eben drauf steht: Ich lebe noch, Johnny Gosch. Daraufhin bringt sie die 1-Dollar-Note sofort zur Polizei und John und Noreen erfahren noch am selben Abend davon, dass eben diese Dollar-Note gefunden worden ist. Ja, die Frau erklärt sich dann auch bereit, dass sie die Dollarnote natürlich der Polizei aushändigt und diese wiederum geben dann eine Kopie heraus an Noreen und John, die dann auch am nächsten Tag schon eine Pressekonferenz geben, wo sie die Dollarnote eben in die Kamera halten, dass das jeder sehen kann. Und sie schaffen es dann auch, einen Schriftsachverständigen aufzutreiben, der die Handschrift auf der Dollarnote mit der Handschrift ihres Sohnes Johnny, die man aus seinen Schulheften und verschiedenen anderen Briefen, die er geschrieben hat, dann entnehmen und vergleichen kann. Und es wird festgestellt, dass es Johnnys Handschrift ist. Der Schriftsachverständige ist sich sicher oder sagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es die Schrift von Johnny Gosch auf dieser Dollarnote. Das Problem ist allerdings, dass diese Dollarnote bereits seit dem Jahr 1974, seit sie produziert worden ist, im Umlauf ist. Johnny Gosch wurde 1982 als vermisst gemeldet. Jetzt haben wir das Jahr 1985. Man weiß also nicht, wann er das auf diese Dollarnote geschrieben hat. Am 29. März 1986 verschwindet der 13-jährige Mark Allen, 10 Meilen entfernt von dem Ort, wo 2 Jahre vorher Eugene Martin und 4 Jahre vorher Johnny Gosch verschwand. Das Letzte, was er zu seiner Mutter gesagt hat, bevor er am Nachmittag das Haus verlassen hat, um zu einem Freund zu gehen, war, dass sie ihm Pizza aufheben soll, weil er bestimmt viel Hunger hat, wenn er nach Hause kommt. Doch Mark Allen kam nie mehr nach Hause und man konnte auch nicht herausfinden, was mit ihm passiert ist. Es gab keinerlei Zeugen, die Mark Allen gesehen haben, nachdem er das Haus seiner Mutter verlassen hat.
Er ist einfach spurlos verschwunden. Als wäre die Erde aufgegangen, er wäre hineingefallen und man hat nie wieder etwas von Mark Allen gesehen oder gehört. Jetzt sind es also schon 3 Jungen. Alle im selben Alter, alle in derselben Gegend unter ähnlichen Umständen spurlos verschwunden. Als die Polizei dann auch irgendwann einmal auf Druck der Medien ein Interview gibt, ob man denn jetzt nicht langsam mal anfangen möchte, diese 3 Fälle irgendwie miteinander zu verbinden, jetzt nachdem auch Mark Allen verschwunden ist, kommt von der Polizei nur wieder die Aussage, dass es keinerlei Hinweise darauf geben würde, dass das Verschwinden von Johnny Gosch, Eugene Martin und Mark Allen irgendwie zusammenhängen würden. Im Jahr 1988, Noreen Gosch ist in der Zwischenzeit von ihrem Mann John getrennt und lebt alleine in ihrem Haus in West Des Moines, da bekommt sie einen Brief. Dieser Brief trägt den Poststempel von Omaha und als sie ihn öffnet, da bricht sie, so hat sie es später gesagt, in Tränen aus, denn es ist ein Brief von ihrem Sohn Johnny. In diesem Brief schreibt Johnny, dass er inzwischen ganz anders aussehen würde als damals, als er verschwunden ist, denn sie hätten ihm die Haare abgeschnitten und sie würden ihm auch nicht erlauben, jemals wieder nach Hause zurückzukehren, weswegen er auch nicht mehr nach Hause kommen könne. Er schreibt aber in diesem Brief auch, dass er seine Mutter sehr liebt und dass sie ihn nicht aufgeben oder vergessen soll. Dieser Brief wird dann wieder von einem Schriftsachverständigen angeschaut, um einfach zu klären, ob dieser Brief wirklich von Johnny Gosch geschrieben worden ist. Es werden wieder Handschriftenvergleiche angestellt und das Ergebnis ist unsicher. Also der Schriftsachverständige wollte sich nicht 100% darauf festlegen, ob es jetzt wirklich die Schrift von Johnny ist oder nicht, aber sie soll wohl sehr, sehr ähnlich gewesen sein und während man sich auf der Schrift, auf der Dollarnote noch sehr sicher war, war man es eben bei der Schrift in dem Brief nicht. Einige Wochen später dann der nächste schlimme Schlag für Noreen Gosch, also diese Frau, was sie alles einfach mitmachen und erdulden musste, ist unglaublich und das ist jetzt wirklich etwas, was die nächste Stufe erreicht, denn sie öffnet am frühen Morgen ihre Tür. Als sie hinausgehen möchte, sieht sie, dass vor ihrer Fußmatte ein weißes Briefkuvert liegt. Sie hat damals gesagt, dass sie zuerst dachte, dass es wieder ein Brief von Johnny ist und hat den Brief sofort aufgerissen und hat dann hineingesehen. Allerdings war in dem Briefkuvert kein Brief ihres Sohnes, sondern es waren Polaroid-Bilder in diesem Kuvert. Sie hat diese Bilder dann herausgenommen und hat sie sich angesehen und auf diesen Bildern waren kleine Jungen abgebildet oder Jungen im Alter zwischen 11 und 12, 13, 14, man konnte es nur sehr schwer einschätzen, die alle gefesselt waren und auf einem Bett lagen. Also es war wirklich schrecklich. Sie ist dann auch zu Tode erschrocken, als sie diese Bilder gesehen hat, aber nachdem sie sich dann gesammelt hat, hat sie sich diese Bilder doch einmal genau angesehen und sie hat dann auch gesagt, dass eines der Bilder ihren Sohn Johnny gezeigt hat. Das muss aufgenommen worden sein, kurz nachdem er verschwunden ist, denn er sah noch dem Johnny, den sie kannte, sehr, sehr ähnlich. Ja, die Bilder, die Noreen Gosch da aus diesem Kuvert geholt hat, sind auch öffentlich verfügbar. Also diese Bilder wurden dann auch irgendwann an die Öffentlichkeit gebracht, in die Presse. Und deswegen kann man sich diese Bilder auch ansehen. Ich werde euch jetzt hier nur einmal das Bild einblenden, auf dem laut Noreen Gosch ihr Sohn Johnny zu sehen ist. Ich werde versuchen, euch die Bilder so nebeneinander einzublenden, damit ihr das sehen könnt. Es gab viele Menschen, die gesagt haben, dass das eindeutig Johnny Gosch ist, der auf diesen Bildern ist. Man sieht, dass er eben einiges durchgemacht hat, das sieht man auf diesen Bildern, aber es gibt andere, die sagen, dass das eindeutig nicht Johnny ist. Es würde vielleicht im ersten Moment so aussehen, aber wenn man sich das Bild genau ansieht, dann würde man feststellen, dass die Gesichtskonturen ganz anders sind. Also ich persönlich als Laie, wenn ich mir dieses Bild anschaue, erkenne Johnny Gosch auf diesem Bild, aber ich bin kein Experte, deswegen ich weiß es nicht. Ob diese Bilder dann jemals im Nachhinein von irgendwelchen Gutachtern untersucht worden sind, ob man herausfinden konnte oder wollte, wer diese Jungen auf diesen Bildern waren, wo diese Bilder überhaupt herkamen, wo sie gemacht wurden, durch wen sie gemacht wurden, warum sie Noreen Gosch für die Tür gelegt wurden, das alles weiß ich nicht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Polizei damit nicht sehr viel Zeit verschwendet hat, so wie sie es auch in allen anderen Dingen
nicht getan hat, die mit dem Verschwinden von Johnny Gosch in Zusammenhang standen. Kommen wir jetzt ins Jahr 1989, also 6 Monate nach dem Vorfall mit dem Brief von Johnny an seine Mutter und auch mit den Bildern, die sie bekommen hat. Und wir müssen jetzt zu einem Mann kommen, der eine sehr, sehr große Rolle, für mich sogar die größte Rolle in dem Fall des Verschwindens von Johnny Gosch spielt. Nämlich zu einem Mann namens Paul Bonassi. Paul Bonassi ist im Jahr 1989 21 Jahre alt und sitzt zu dieser Zeit in Colorado in einem Gefängnis wegen kleinerer Delikte, unter anderem Diebstahl. Paul spricht kurz nachdem er verhaftet wurde mit seinem Anwalt und sagt ihm, dass er Informationen zum vermissten Fall Johnny Gosch aus Iowa hätte. Paul erzählt seinem Anwalt, dass er eine sehr, sehr schwere Kindheit hatte. Er hätte auch den Großteil seiner Kindheit in Heimen verbracht. Als er eines Tages von einem Mann angesprochen worden ist, der sich selbst Emilio nannte, dieser Mann hätte ihn dann mitgenommen und hätte ihn in einen Kinderhändlerring verkauft. In den folgenden Jahren, so erzählt Paul seinem Anwalt im Gefängnis weiter, wäre er, aber auch viele, viele andere Kinder, die immer wieder verschwunden, aber dann auch immer wieder neue dazugekommen wären, quer durchs Land gefahren und auch geflogen worden, um dann an verschiedenen Bad Parties, so hat er es gesagt, teilzunehmen, um dort eben missbraucht zu werden. Und unter anderem wäre er, aber auch viele andere Kinder, auch als Drogenkuriere eingesetzt worden. Dieser Kinderhändlerring, so sagt Paul weiter, hätte seinen Ursprung gehabt bei einem Mann namens Lawrence E. King. Lawrence E. King ist ein oder war zu dieser Zeit in den 80ern ein sehr, sehr reicher, erfolgreicher Geschäftsmann und aufsteigender Stern in der Republikanischen Partei von Omaha. Und bei ihm liefen wohl alle Fäden zusammen. Paul sagt, er hat King selbst sehr, sehr oft gesehen auf diesen Partys und eben auch andere seiner Geschäftsfreunde und politischen Freunde. Paul sagt auch, dass es immer wieder Männer gab, die das Ganze gefilmt haben und dass er diese Männer dann danach aber nie wieder gesehen hat. Bei der nächsten Party, auf der er dann wieder war, wären dann wieder andere Männer gewesen, die gefilmt hätten und er hätte weder diese Filme noch die Männer dann irgendwann wieder gesehen. Weiterhin erzählt er, dass umso älter er wurde, dass er umso weniger, so hat er es selbst bezeichnet, für den Missbrauch getaugt hätte, irgendwann dafür eingesetzt worden wäre, neue Ware zu beschaffen. Gemeinsam mit diesem Mann, der auch ihn damals von der Straße geholt hat, nämlich Emilio, wäre er im Auftrag von wiederum anderen Männern herumgefahren und hätte Kinder von der Straße geholt. Unter anderem wären sie auch eine ganze Zeit lang in Iowa unterwegs gewesen und hätten dann irgendwann einmal den Auftrag bekommen, einen Jungen aus West Des Moines zu entführen. Paul sagt, dass er ein Foto von Johnny Gosch gesehen hat, das ihm Emilio gezeigt hat. Und Emilio hat ihm auch gesagt, dass dieser Junge jetzt als nächstes dran sein wird. Paul gibt bei seinem Anwalt zu, dass er selbst es gewesen ist, der Johnny Gosch ein Tuch mit Chloroform auf den Mund gedrückt hat, nachdem Emilio ihn auf den Rücksitz in den blauen Ford Formant gezerrt hat, mit dem sie an diesem Morgen, wie auch schon in den Wochen zuvor, in West Des Moines unterwegs gewesen sind. Er hätte Johnny betäubt und anschließend hätten sie ihn mitgenommen. Nach dieser Aussage setzt sich dann der Anwalt von Paul Bonassi mit Noreen Gosch in Verbindung. Er weiß, dass Noreen seit Jahren selbst im Fall ihres Sohnes ermittelt. Er weiß um die Präsenz dieses Falles und deswegen geht er auch selbst zu Noreen. Er sagt ihr, was Paul erzählt hat und Noreen möchte daraufhin sofort mit ihm sprechen. Paul Bonassi wird nicht gesagt, dass es Noreen Gosch, also Johnnys Mutter, ist, die ihn im Gefängnis besuchen möchte. Er weiß nur, dass er Besuch bekommen soll, als eine Woche später Johnnys Mutter vor ihm im Gefängnis sitzt. Sie ergibt sich Paul dann auch zu erkennen. Sie sagt, dass sie Johnnys Mutter ist und Paul bricht daraufhin in Tränen aus. Noreen hat dann auch gesagt, dass sie ihn am liebsten erwürgt hätte, weil sie gewusst hat, dass er derjenige war, der Johnny
Chloroform auf den Mund gedrückt hat, dass er derjenige war, der an seiner Entführung beteiligt gewesen ist, an der sie ja ohnehin von Anfang an keinen Zweifel hatte, weswegen die Entführung an sich jetzt für sie gar nicht überraschend kam, aber einfach die ganzen Umstände und die Tatsache, dass dieser junge Mann mit 21 Jahren jetzt hier vor ihr sitzt und sagt, dass er eben, ja, für die Entführung, unter anderem eher für die Entführung ihres Sohnes verantwortlich ist. Aber zur gleichen Zeit hat sie dann auch gesagt, dass sie ihm in die Augen gesehen hat und diesen ganzen Schmerz in seinen Augen gesehen hat und wie viel Kummer, dass er in diesem Moment gehabt hat. Noreen hat gesagt, sie hat den Schmerz in seinen Augen gesehen und wie leid es ihm tut und deswegen wollte sie von ihm einfach wissen, was genau passiert ist. Und genau das macht Paul auch. Er erzählt Noreen, was passiert ist. Er sagt, dass Johnny kein zufälliges Opfer geworden ist, sondern dass er gezielt ausgesucht und ausgewählt worden ist, dass Emilio ein Foto von Johnny schon im Vorfeld hatte und dass sie genau wussten, dass er am Sonntag immer Zeitungen austrägt. Trotzdem, dass Noreen Paul Glauben schenkt, fragt sie ihn weiter über Johnny aus. Und das, was Paul ihr erzählt, überzeugt sie dann vollends davon, dass dieser junge Mann die Wahrheit sagt. Denn Paul weiß Dinge über Johnny, die man nur wissen kann, wenn man sehr nah an ihm dran ist und die auch nie in der Presse öffentlich geworden sind. So zum Beispiel, dass Johnny ein sehr, sehr großes Muttermal an der Schulter hatte und das hat Paul Noreen im Gefängnis auch genau beschrieben. Aber darüber hinaus wusste Paul zum Beispiel auch, dass Johnny, wenn er Angst hat oder nervös ist, extrem beginnt zu stottern. Das wusste fast niemand, außer die Familie von Johnny, weil er sehr, sehr selten Angst hatte oder auch panisch wurde. Also das kam sehr, sehr selten vor, aber dann hat er eben gestottert. Das wusste außerhalb der Familie niemand. Und jetzt sitzt Paul Bonassi hier und sagt, dass Johnny, eben weil er dann sehr, sehr viel Angst haben musste, nachdem er entführt wurde, extrem angefangen hat zu stottern. Außerdem war es auch noch so, dass Noreen Gosh zu dieser Zeit sehr viel Yoga gemacht hat. Und jetzt ist Yoga ja etwas, was wir heute im Jahr 2020 irgendwie an jeder Ecke finden. Es gibt überall Yoga-Studios, jeder hat gefühlt ein oder zwei Yogamatten zu Hause oder hat zumindest schon mal irgendwie was von Yoga gehört, aber ihr müsst euch vorstellen, im Jahr 1982 war das noch nicht so präsent wie jetzt. Es gab noch nicht so viele Menschen, die Yoga regelmäßig praktiziert haben, doch Noreen Gosh hat das im Jahr 1982 schon regelmäßig getan. Und sie hat auch Johnny immer davon erzählt. Und Johnny wiederum hat nach seiner Entführung Paul davon erzählt, dass seine Mutter zur Entspannung immer Yoga macht. Und das ist eben etwas, das, woher soll Paul Bonassi das wissen? Außerdem sagt Paul sowohl Noreen, als sie ihn im Gefängnis besucht, als aber auch zu seinem Anwalt, dass er den Mann auf dem Phantombild, das viele Monate nach Johnnys Verschwinden dann erstellt worden ist, genau kennt. Das wäre Emilio, das ist der Mann, der ihn entführt hat und der auch für die Entführung von vielen, vielen anderen Kindern und auch deren Weiterverkauf verantwortlich ist. Ich glaube, ich muss auch an dieser Stelle wieder nicht weiter erwähnen, dass es weder die Polizei noch das FBI in irgendeiner Art und Weise interessiert hat, dass Paul Bonassi diese Aussagen gemacht hat. Er wurde niemals von der Polizei interviewt oder auch dazu befragt. An dieser Stelle muss man vielleicht dazu sagen, dass nicht nur für die Polizei damals in den späten 80ern Paul Bonassi ein sehr unzuverlässiger Zeuge gewesen ist, den man ohnehin nicht befragt hat, weil man ihm keinen Glauben geschenkt hat, sondern auch für viele andere Menschen das, was er damals ausgesagt hat, einfach überhaupt nicht wahr sein konnte und auch durfte. Und es gibt auch heute noch viele, die einfach sagen, dass Paul gelogen hat, dass er das Ganze einfach sich ausgedacht hat, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sein Name irgendwie im Zusammenhang mit Johnny Gosh in die Medien kommt, sodass er irgendwie Aufmerksamkeit kriegt oder dass er vielleicht irgendetwas sagt, was dazu führt, dass er ja vielleicht Interviews bekommt und dann bezahlt wird, denn wenn er dann wieder rauskommt, dann wäre er vor dem Nichts gestanden und viele sagen eben, dass er das deswegen gemacht hat. Was noch dazu kommt, ist, dass Paul multiple ist. Das heißt, Paul Bonassi hat eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ich könnte jetzt alleine 2 Stunden über diese psychische Störung sprechen, die eine der schwersten psychischen Störungen überhaupt ist, die multiple Persönlichkeitsstörung. Aber dafür haben wir
leider keine Zeit. Deswegen werde ich euch an dieser Stelle nur kurz mit ein paar kurzen Sätzen erklären, was eine multiple Persönlichkeitsstörung ist und euch aber auch gleichzeitig Literatur zu dieser Erkrankung empfehlen, die ich gelesen habe und die wirklich sehr, sehr interessant ist, falls ihr da in dieses Thema noch ein bisschen weiter einsteigen wollt. Ja, die multiple Persönlichkeitsstörung ist eine der schwersten dissoziativen Störungen überhaupt. Sie entsteht häufig aufgrund schwerer traumatischer Erfahrungen im Kindesalter, bei denen sich die Persönlichkeit aufspaltet, die verschiedenen Anteile jedoch trotzdem nebeneinander existieren und sich auch abwechseln. Ja, trotzdem, dass Pauls Aussagen seiner verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die er hat, sehr, sehr klar und strukturiert sind und trotzdem, dass auch nochmal ein Psychologe mit ihm spricht und anschließend dann auch sagt, dass er davon überzeugt ist, dass er diese schwere psychische Erkrankung hat, ist es trotzdem für die Polizei, für die Strafverfolgungsbehörden jetzt überhaupt nicht angezeigt, mit Paul zu sprechen. Es ist ja oftmals so, dass hört man ja hier und da immer wieder, dass sich die Polizei oder allgemein, wenn es um Ermittlungen geht, wo es um Kindesmissbrauch geht oder auch viele andere Themen in diesem Bereich, dass es mit Multiplen als Zeugen immer sehr, sehr schwierig ist, weil eben die verschiedenen Persönlichkeitsanteile alle verschiedene Erfahrungen haben. Viele können sich nur an einen bestimmten Ort oder an einen bestimmten Namen erinnern. Dann kommt die nächste Teilpersönlichkeit, die wiederum erzählt dann 2-3 Jahre später von einem Ereignis, geht dann wieder zurück, die neue Persönlichkeit kommt heraus und erzählt wieder etwas. Es ist sehr, sehr schwer, das Ganze in Einklang zu bringen, aber es funktioniert. Zumal eben, wenn die Persönlichkeitsanteile, wie es bei Paul der Fall war, sehr strukturiert sind und auch klare Aussagen machen können. Nur die Polizei hat ohnehin nie mit Paul Bonassi gesprochen, bis heute nicht. Deswegen, ja, spielt das sowieso hier keine Rolle, weil die Polizei sowieso ihn nicht ernst genommen hat und ihm eh nicht geglaubt hat. Doch auch wenn die Polizei auf Paul Bonassi nichts gibt, die Presse sehr wohl. Alles, was er gesagt hat, wird dann auch jetzt nach und nach der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und es melden sich weitere Zeugen. Unter anderem auch eine Frau namens Alicia Owens, die sich auch zu Wort meldet und sagt, dass sie Paul kennt und dass sie ebenfalls als junges Mädchen in diesen Kinderhändlerring entführt worden ist. Dass sie sehr, sehr viele andere junge Mädchen und Jungen dort gesehen hat und dass auch sie schwer misshandelt und missbraucht worden ist und auch als Drogenkurier eingesetzt worden ist, quer im ganzen Land. Also sie bestätigt quasi genau das, was Paul gesagt hat. Und es melden sich auch noch weitere Zeugen zu Wort, die ebenfalls sagen, jetzt wo Paul den Anfang gemacht hat sozusagen, hervorkommen und sich melden und sagen, dass sie als Kinder oder als Jugendliche auch in diesem Ring gewesen sind. Auch der Name Lawrence E. King fällt immer wieder, also alle Fäden laufen irgendwie bei ihm zusammen. Er ist wohl ein sehr, sehr großer Ankerpunkt dieses Rings, von dem aus es dann irgendwie anscheinend wieder weitergeht. Die Strukturen sind da sehr, sehr unklar. Aber es gibt eben inzwischen viele Zeugen, die neben Paul Bonassi hervorgekommen sind und ebenfalls aussagen. Ja, leider passiert daraufhin auch nicht sehr viel, ganz im Gegenteil. Paul und auch Alicia Owen werden dann irgendwann wegen Meineids angeklagt. Paul bekommt 3 weitere Jahre im Gefängnis. Alicia Owen wird zu 9 Jahren verurteilt. Ich bin nicht so ganz durchgestiegen, warum man diese Frau jetzt für 9 Jahre ins Gefängnis sperrt. Also es hieß dann halt irgendwie, dass das alles nur ein großer Schwindel gewesen ist, dass sich sowohl Paul als auch Alicia und auch die anderen Zeugen irgendwie anscheinend zusammengetan haben, um diese große Verschwörung dieses Kinderhändlerrings da jetzt öffentlich zu machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, deswegen hat man sie dann jetzt einfach mal ins Gefängnis gesteckt. Also ich bin bis zum heutigen Tag noch nicht ganz dahinter gestiegen, obwohl ich wirklich versucht habe, dahinter zu kommen, warum man diese Leute jetzt eigentlich genau für 9 Jahre oder für 3 Jahre ins Gefängnis sperrt. Es tut mir leid, ich kann es euch nicht sagen, aber jedenfalls war es so. Und nachdem dann auch Paul zu 3 Jahren verurteilt wurde und eben auch Alicia, haben viele der Zeugen, die sich dann auch noch aus diesem Ring heraus gemeldet haben, beziehungsweise die inzwischen nicht mehr in diesem Ring sind, sondern
ja, die ihr Leben irgendwie versucht haben weiterzuleben. Auch diese Leute haben dann ihre Aussagen zurückgenommen und wollten aus Angst, auch eingesperrt zu werden, einfach nicht mehr aussagen. Trotzdem hat die Polizei wohl zumindest in eine Richtung ermittelt, nämlich was Lawrence E. King angeht. Sie haben ihn dann wohl in Omaha aufgesucht und haben ihn dann auch verhaftet. Allerdings, so habe ich gelesen, nicht wegen einer möglichen Verstrickung in einen Kinderhändlerring, sondern weil sie herausgefunden haben, dass er bei seiner Arbeit als Geschäftsmann seit vielen Jahren Steuern hinterzieht und deswegen hat man ihn, ich glaube, für 14 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Paul Bonassi allerdings hat, seit er das erste Mal seinem Anwalt erzählt hat, dass er dabei gewesen ist, als Johnny Gosch entführt wurde und auch als er Noreen persönlich gegenüber saß und ihr die Geschichte erzählt hat, niemals etwas anderes gesagt. Er ist niemals davon abgewichen. Er hat immer gesagt, dass es genau so passiert ist und das sagt er auch heute noch. Nachdem er dann 2 Jahre nach dieser Aussage aus dem Gefängnis entlassen worden ist, ist er mit einem Kamerateam dann auch zu einigen Orten gefahren, in Colorado, aber auch in anderen Bundesstaaten, wo er als Kind bzw. Jugendlicher gewesen ist und wo auch viele andere Kinder mit ihm gemeinsam zwischengelagert wurden, wie er es einmal bezeichnet hat, also wo einige Kinder dann waren, abgeholt wurden und wieder weitergefahren worden sind, wo er viele, viele Kinder gesehen hat. Das Kamerateam war dann auch in einem sehr, sehr großen Anwesen mit Paul gemeinsam. Er ist dann auch mit ihnen dort reingegangen und auch wenn das Haus komplett verfallen war, konnte man noch sehen, dass dort wohl vor allen Dingen im Untergeschoss so Art Katakomben gewesen sind. Also man konnte das nur noch sehr schwer sehen, weil alles zusammengefallen und vermodert schon gewesen ist in diesem Haus, das seit vielen Jahren unbewohnt war. Aber Paul hat sich sehr gut noch erinnern können. Er musste dann aber auch irgendwann abbrechen, weil es ihm sehr, sehr schlecht ging an diesem Ort. Aber die Kamera hat das alles mit begleitet und man kann sich das auch ansehen, was ich auch getan habe. Alicia Owen und auch Paul Bonassi leben heute an einem unbekannten Ort in den USA und sind beide niemals von ihrer Aussage abgewichen. Im Jahr 1999 muss Noreen Gosch dann eine Aussage vor Gericht machen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht genau herausfinden konnte, weswegen sie vor Gericht eine Aussage machen musste. Ich gehe mal davon aus, dass es mit irgendwelchen Privatermittlern zu tun hatte, die sie angeheuert hat, aber ich kann es euch leider nicht sagen. Tatsache ist, dass sie vor Gericht eine Aussage machen musste in Bezug auf das Verschwinden ihres Sohnes und bei dieser Aussage wurde sie dann darauf hingewiesen, dass sie die Wahrheit sagen muss, wie immer, wenn man vor einem Gericht aussagt. Und eine der Fragen, die ihr dann während dieser Befragung gestellt worden sind, war, ob sie ihren Sohn jemals wieder gesehen hat, seit er verschwunden ist. Und dann lässt Noreen die Bombe platzen. Sie sagt nämlich in dieser Aussage vor Gericht, dass sie ihren Sohn gesehen hat. Und zwar im Jahr 1997, also 2 Jahre vor dieser Aussage, die sie gerade macht, hätte es nachts um 2:30 an ihrer Tür geklopft. Ja, sie lebt ja in der Zwischenzeit allein. Ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat und sie hat dann durch den Spion gesehen, dass 2 Männer vor ihrer Tür gestanden haben. Sie hat dann die Tür natürlich nicht aufgemacht. Ich meine, 2 Männer klopfen nachts an ihre Tür. Sie ist allein. Natürlich hat sie nicht geöffnet, aber der Mann, der dann direkt vor der Tür stand, hat dann gesagt, Mom, it's me, Johnny. Daraufhin hat Noreen dann die Tür geöffnet und hat dem Mann, der vor ihr stand, in die Augen gesehen. Und sie hat gesagt, Augen ändern sich nie, auch wenn sich ein Mensch äußerlich verändert, die Augen nicht. Und sie hat diesem jungen Mann in die Augen gesehen und sie wusste sofort, dass es Johnny ist, weswegen sie ihn dann auch hereingelassen hat. Ja, Johnny war in Begleitung eines anderen jungen Mannes und er hat sich dann laut Noreens Aussage mit ihr in die Küche gesetzt. Er wollte nicht, dass das Licht im Haus angemacht wird, sondern dass alles dunkel bleibt und hat sich dann mit ihr ungefähr 1,5 Stunden unterhalten. Noreen hat erzählt, dass sie nicht sehr viel herausfinden konnte, wie es Johnny in den Jahren nach seiner Entführung ergangen ist. Er wollte und sie hatte den Eindruck, konnte auch nicht sehr viel darüber sprechen. Er hat allerdings gesagt, dass er mitbekommen hat, dass Paul an die Öffentlichkeit gegangen ist und er ist hier, um ihr zu sagen, dass alles, was Paul gesagt hat, wahr ist, dass er damals entführt worden ist und dass er in diesen Kinderhändlerring verkauft wurde und er erzählt ihr aber, jetzt ist er 27 Jahre alt, als er da vor ihr sitzt,
nicht, was ihm in den vielen, vielen Jahren, in denen er jetzt verschwunden ist, geschehen ist. Noreen hat gesagt, dass er äußerlich sehr verändert war. Er hätte schulterlange schwarze Haare gehabt, wäre sehr schlank gewesen. Sein Begleiter, der auch dabei gewesen ist, hätte überhaupt nicht gesprochen. Er wäre neben Johnny gestanden, aber sie hätte sein Gesicht nicht richtig erkennen können. Sie hat nur gesagt, dass es auch ein sehr junger Mann, ungefähr in Johnnys Alter, Mitte 20 gewesen ist. Johnny hätte sich dann von ihr nach ungefähr anderthalb Stunden verabschiedet und hätte gesagt, dass sie auf gar keinen Fall irgendjemanden von diesem Gespräch jetzt erzählen darf, dass sie auf keinen Fall sagen darf, dass er hier war, denn das würde für ihn sehr, sehr große Gefahr bedeuten. Denn er wäre nach wie vor immer noch nicht sicher und die Menschen, die ihn damals entführt haben, würden ihn auch jetzt als Erwachsener immer noch beobachten. Er hätte zwar inzwischen einen anderen Namen, also er würde den Namen Johnny Gosch nicht mehr tragen, aber sie würden ihn immer in Beobachtung haben, sie würden genau wissen, was er macht und deswegen dürfte sie auch nie öffentlich machen, dass er sie besucht hat. Auf die Frage jetzt, zwei Jahre später, 1999 im Gerichtssaal an Noreen Gosch, warum sie das denn jetzt erzählt, obwohl ihr Sohn 1997 bei seinem Besuch gesagt hat, dass sie es nicht sagen darf, sagt Noreen, dass sie jetzt unter Eins stehen würde und dass sie jetzt halt einfach vereidigt wird, die Wahrheit zu sagen und dass sie es deswegen jetzt sagt. Viele haben Noreen damals geglaubt, dass es wirklich Johnny war, der sie besucht hat und dass es genauso gewesen ist. Viele allerdings, unter anderem zum Beispiel auch John Gosch, also Johnnys Vater, haben dann irgendwann, als das Ganze natürlich auch in den Medien wieder die Runde gemacht hat, gesagt, dass er nicht recht weiß, ob er seiner Frau das glauben soll. Im Jahr 2000 dann hat Noreen Gosch ihr erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel Why Johnny Can't Come Home. Das Buch habe ich vor vielen Jahren einmal besessen. Leider Gottes habe ich es irgendwann einmal aus den Augen verloren. Ich meine, ich habe es versehentlich in eine meiner Umzugskisten damals gepackt und dann ist es verloren gegangen, was ich sehr bereue, denn ich möchte das Buch unbedingt nochmal lesen und werde es mir auch auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres aus den USA bestellen, denn in Deutschland bekommt man es, so viel ich weiß, überhaupt nicht und wenn dann nur irgendwie gebraucht zu horrend hohen Preisen, ja, deswegen, ich werde es mir wahrscheinlich aus den USA bestellen, denn ich möchte es in meinem Leben auf jeden Fall nochmal lesen. Nachdem Noreens Buch dann erschienen ist, haben sich auch in den folgenden Jahren, und das hält sich ja auch bis heute, sehr, sehr viele Foren und auch Seiten im Internet natürlich auch, wo True Crime immer wieder diskutiert wird, gebildet, wo der Fall Johnny Gosch ja auch bis heute immer wieder eine große Rolle spielt. Und es kamen dann immer mehr Menschen, die gesagt haben, dass John Gosch, also Johnnys Vater, etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben muss. Dafür gibt es sehr, sehr viele Indizien und das wurde dann auch innerhalb dieser ersten Foren und Seiten, wo diskutiert wurde, über diesen Fall auch aufgebracht. Es gab sehr, sehr viele seltsame Dinge um John Gosch, so zum Beispiel, dass er seinen Sohn nie gefragt hat, was er mit diesem Polizisten da unter der Tribüne des Footballfeldes gesprochen hat. Auch, dass John Gosch den Anruf in der Nacht vor Johnnys Verschwinden entgegengenommen und mit dem Anrufer offenbar gesprochen hat, fand Noreen schon seltsam. Und es ist ja einfach auch seltsam, wenn er behauptet, dass es wieder dieser anonyme Anrufer war, aber er dann yes, alright, okay sagt, so eine Art Absprache trifft. Auch, dass er überhaupt kein Problem damit hatte, dass sein Sohn am nächsten Tag alleine losgeht, finden viele seltsam, obwohl er ja wusste, dass Noreen sehr besorgt ist und sie wollte, dass er mit ihm gemeinsam geht. Diese Gerüchte, dass Johnnys Vater etwas mit seiner Entführung zu tun haben könnte, gab es allerdings auch schon vor dem Buch von Noreen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, als ich das Buch gelesen habe, dass sie in diesem Buch irgendetwas über ihren Ex-Mann schreibt, dass sie ihn irgendwie verdächtigt. Also ich habe auch, Noreen Gosch hat viele Interviews gegeben, aber ich habe noch nie gehört, dass sie in einem Interview über ihren Ex-Mann und dessen eventuelle Verstrickung in die Entführung, dass sie da davon irgendwann einmal gesprochen hat. Es würde mich sehr, sehr interessieren, was sie dazu sagt, zu diesen doch Ungereimtheiten, die es da gibt, aber sie hat sich bisher dazu nie geäußert und offiziell war Johnnys Vater auch nie verdächtig, da die Polizei ja ohnehin so gut wie nie in seinem Fall ermittelt hat. 3 Jahre nachdem Noreen Goschs Buch
erschienen ist, also im Jahr 2003, bekommt dann der Vermisstenfall Johnny Gosch in den USA nochmal sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit kommt zustande, als sich ein Mann namens Jeff Gannon bei einem Privatermittler von Noreen Gosch meldet und gleichzeitig meldet er sich auch bei den Medien und behauptet, dass er Johnny Gosch sei. Der Privatermittler von Noreen hat dann diesen Jeff Gannon mal genauer unter die Lupe genommen und auch darüber könnte man jetzt wieder sehr, sehr lange sprechen. Da ich aber Jeff Gannon kein Wort glaube, habe ich mich auch bewusst entschieden, jetzt diese Sache in meinem Video nicht so viel Raum zu geben, weil das wahrscheinlich eh das längste Video aller Zeiten werden wird. Trotzdem möchte ich euch natürlich kurz sagen, was es mit diesem Jeff Gannon auf sich hat. Jeff Gannon hat wohl in seinem früheren Leben, er ist jetzt in dem Alter, in dem Johnny Gosch im Jahr 2003 hätte sein müssen, als Callboy gearbeitet. Anschließend hat er dann aber es geschafft, eine journalistische Ausbildung zu machen und hat dann auch im Anschluss immer mal wieder aus dem Weißen Haus berichtet. Ja, also das ist alles irgendwie sehr, sehr verworren, was dieser Jeff Gannon da alles erzählt hat. Es war aber wohl tatsächlich so, dass er als Journalist hin und wieder auch Zugang zum Weißen Haus hatte. Er hatte wohl eine Presscard fürs Weiße Haus, was man auch nicht nebenbei mal so bekommt, dass man da als Journalist einfach reinspaziert, wie man lustig ist. Deswegen, ich weiß nicht genau, was dieser Jeff Gannon für Beziehungen da hat. Also auf jeden Fall hat er es geschafft, ins Weiße Haus als Journalist zu kommen und dann dort auch immer wieder zu berichten. Und dieser Jeff Gannon hat also jetzt behauptet, er ist Johnny Gosch. Aber er hat dann ein Interview im Fernsehen gegeben und die Reporterin hat ihn dann gefragt, ob er denn einen DNA-Test machen möchte, damit sich die ganze Sache ganz schnell aufklärt, ob er jetzt Johnny Gosch wäre oder nicht. Und Jeff Gannon hat dann gesagt, dass er bereit ist, einen DNA-Test zu machen, aber dass das gar nicht nötig wäre, denn es gäbe so viele Dinge, die er sagen könnte, um beweisen zu können, dass er Johnny ist, dass man sich den DNA-Test komplett sparen kann. Nachdem er dann gefragt worden ist, was er denn alles zu berichten hat, hat er dann aber auch nicht mehr sehr viel gesagt und Tatsache ist, dass er sich nie für einen DNA-Test zur Verfügung gestellt hat und ich habe keine Ahnung, wo Jeff Gannon heute ist und ob er immer noch behauptet, Johnny Gosch zu sein, aber man hat von Johnny Gosch ja auch Age Progression Fotos Bilder anfertigen lassen und man sieht auf diesen Bildern auch ganz klar, dass er überhaupt nicht wie Jeff Gannon aussehen soll. Tatsache ist, dass er behauptet hat, Johnny zu sein und dass es keinerlei Beweise dafür gab, dass es war und dass er einen DNA-Test, der es einwandfrei beweisen hätte können, nicht gemacht hat bis heute. Im Jahr 2008 wurde dann aber auch für Eugene Martin und Mark Allen das Age Progression Verfahren angewendet. Das heißt, dass auch von ihnen beiden Alterungsbilder erstellt worden sind, wie sie im Jahr 2008 hätten ausschauen können. Und auch von Johnny Gosch wurde noch einmal ein neues Bild angefertigt. Das alles wurde dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und so sollten diese Jungs dann viele, viele Jahre nachdem sie verschwunden sind, eben jetzt im Jahr 2008, als die Bilder damals veröffentlicht worden sind, aussehen. Heute im Jahr 2020 wird immer noch über Johnny Gosch und auch über sein Verschwinden gesprochen. Über die vielen Dinge, die mit seinem Verschwinden einhergingen, die katastrophale Polizeiarbeit und deren Folgen für die mögliche Aufklärung, nicht nur vom Fall Johnny, sondern, wenn man so will, auch Licht ins Dunkel hätten bringen können, im Fall von Eugene Martin und Mark Allen, was bis heute nicht passiert ist. Noreen Gosch lebt auch heute immer noch in West Des Moines. Sie hat niemals aufgegeben und ist immer noch in der Hoffnung, dass Johnny vielleicht doch eines Tages endgültig wieder nach Hause kommen kann. Die Polizei hat sich zum letzten Mal im Jahr 2017 offiziell zum vermissten Fall Johnny Gosch geäußert. Dort sagte der jetzige leitende Ermittler für diesen Fall, dass es nach wie vor immer noch hier und da Hinweise geben würde, auch was den Fall Eugene Martin und Mark Allen angeht, aber dass nichts dabei wäre, was eine erneute Ermittlung rechtfertigen würde. Dieser Fall zog und zieht sehr, sehr weite Kreise. Vieles ist im Unklaren. Man hat das Gefühl, dass viele Dinge hinter einem Schleier sind, die man schemenhaft erkennen kann, aber die man nicht wirklich greifen kann. Es gibt sehr, sehr viele Puzzleteile auf einem großen Tisch. Viele davon passen zusammen, einige fehlen
und viele passen einfach nicht ganz zueinander. Ja, wie immer möchte ich euch am Ende meiner Videos auch bei diesem sehr, sehr undurchsichtigen Fall, der unheimlich viele offene Fragen nach wie vor immer noch hat, nicht vorenthalten. Und ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, hier ganz speziell, ob man Paul Bonassi Glauben schenkt oder nicht. Wenn man nämlich Paul Bonassi nicht glaubt, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten und Raum für Spekulationen, was mit Johnny Gosch wirklich passiert sein könnte. Nämlich, dass er zum Beispiel freiwillig abgehauen ist, was die Polizei von Tag 1 an verdächtigt hat. Vielleicht gab es etwas, was John und Noreen nicht öffentlich machen wollten, was innerhalb der Familie passiert ist, und Johnny ist deswegen freiwillig verschwunden. Vielleicht ist ihm auf seiner Flucht etwas passiert, er hatte einen Unfall und seine Leiche wurde nie gefunden. Oder er ist freiwillig verschwunden, wurde danach irgendwie von irgendjemanden gefangen gehalten und wurde umgebracht und man konnte ihn deswegen bis heute nicht finden. Wenn man aber, so wie ich, jedes Wort glaubt, was Paul Bonassi im Gefängnis zu seinem Anwalt und anschließend auch dann zu Noreen Gosch gesagt hat, dann ist der Fall zwar trotzdem noch mit sehr, sehr vielen Fragezeichen versehen und man wird vielleicht auch nie dahinter kommen, was genau passiert ist, aber dann hat man zumindest für sich selbst eine Meinung, was Johnny zugestoßen sein könnte, und ich glaube Paul. Trotzdem gibt es auch natürlich für mich als jemand, der Paul Bonassi Glauben schenkt, sehr, sehr viele offene Fragen, wo ich denke, dass sie wahrscheinlich nie mehr beantwortet werden können. Viele Menschen glauben, dass das Ganze seinen Anfang schon auf dem Footballspiel von Johnnys Bruder hatte, wo er mit diesem Polizisten gesprochen hat. Viele Menschen denken, dass dieser Polizist Johnny da schon irgendwie beeinflusst hat. Hat er das? Wenn ja, wozu, warum und in welcher Weise hat er ihn beeinflusst? War es eigentlich ein richtiger Polizist oder war es nur jemand, der sich als Polizist verkleidet hat? Auch das wird immer wieder diskutiert, dass einfach jemand sich als Polizist verkleidet hat, um Johnny dazu bewegen, mit ihm mitzugehen und ihm eben als Autorität, als Polizist etwas einzureden. Denn ich habe weder jetzt bei meiner Recherche noch früher, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, herausfinden können, ob dieser angebliche Polizist, der da mit Johnny gesprochen hat, irgendwie ausfindig gemacht werden konnte, ob er befragt worden ist. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann war. Die Frage, die sich aber außerdem stellt, ist ja auch noch, warum die Polizeiarbeit in diesem Fall nicht nur nicht vorhanden gewesen ist, sondern auch die Arbeit anderer Menschen, die Johnny versucht haben zu finden, von der Polizei teilweise wirklich verhindert oder beeinflusst worden ist. Ob Johnnys Vater John etwas mit dem Verschwinden seines Sohnes zu tun hatte, ob er da in irgendeiner Art und Weise involviert gewesen ist, das weiß ich nicht. Es gibt einige Dinge, die auch ich sehr seltsam finde, aber es liegen nicht alle Puzzleteile für mich auf dem Tisch und dementsprechend weiß ich es nicht. Ich glaube, dass Johnny Gosch noch eine ganze Zeit lang gelebt hat, nachdem er entführt worden ist. Vielleicht auch tatsächlich über viele, viele Jahre. Und vielleicht lebt er auch heute noch. Ich tue mich nur... Das war früher schon so, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, und auch jetzt wieder sehr schwer mit der Aussage von Noreen, dass ihr Sohn sie 1997 besucht hat. Ich glaube nicht, dass Noreen lügt. Es ist nur so, dass ich mich damit sehr schwer tue, weil Menschen, die andere Menschen entführen, um sie wiederum anderen Menschen anzubieten. Ich glaube nicht, dass diese Menschen vor irgendetwas zurückschrecken, dass sie irgendwelche Skrupel oder Grenzen kennen. Deswegen fällt es mir sehr oft schwer zu glauben, dass sie ihre Opfer, die sie missbraucht haben über viele Jahre, einfach so wieder freilassen und riskieren, dass diese, wie Paul Bonassi es gemacht hat, an die Öffentlichkeit gehen. Andererseits muss man aber wieder sagen, Paul Bonassi und auch Alicia Owen haben öffentlich gesagt, was ihnen passiert ist, und ihnen hat ohnehin niemand wirklich geglaubt und es wurden auch keine großen Ermittlungen angestellt. Von daher könnte ich mir auch sehr wohl vorstellen, dass Johnny, wenn er wirklich seine Mutter besucht hat, wenn er wirklich noch gelebt hat 1997 und vielleicht auch heute noch lebt, dass er einfach zu viel Angst hat. Denn ich weiß aus vielen Büchern, die ich schon gelesen habe, Dokumentationen, die ich gesehen habe, mit welchen Einschüchterungstaktiken und Methoden diese Leute arbeiten. Und vielleicht fühlen sie sich auch sehr, sehr sicher durch Menschen, die sie eventuell schützen. Oder sind sie vielleicht auch so gut organisiert, dass noch so viele Paul Bonassis oder noch so viele Alicia Owens ihre Aussage machen können, dass es niemals einen Unterschied machen wird, weil man diese großen Gruppen, diese Netze
sowieso niemals erwischen wird. Ja, meine Lieben, ich weiß, es war ein sehr, sehr langer und sehr, sehr ausführlicher Fall. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr glaubt, was mit Johnny Gosch passiert ist. Ja, schreibt mir einfach mal, was ihr über diesen Fall denkt. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.